SmackBoom präsentiert das Geeksche Terzett. Hallo und herzlich willkommen, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen beim Geeksschen Terzett. Auch heute befassen wir uns wieder mit den aufwühlenden, mit den relevanten und wichtigen Themen im Nerdkosmos. Und dazu haben wir uns in der aktuellen Ausgabe ein Thema ausgesucht, das seit jeher die Gemüter erhitzte: den Videospielverfilmungen. Sind sie furchtbar? Sind sie gut? Sind sie unabdingbar? Oder sind sie einfach nur Cash-Cow? Und da niemand ein solches relevantes und weitreichendes Thema alleine reflektieren kann, habe auch ich heute wieder zwei werte Freunde an meiner Seite. Zum einen den renommierten Filmemacher Björn Boll. Zum anderen den Schauspieler, der dem Kämpfer geil auf der Leinwand neues Leben einhauchte, Jean-André Van Damme. Und mich kennt ihr am besten als Alice aus den Resident Evil Filmen. Mein Name ist Mila Jonovic. Alter, ohne Scheiß, Björn Boll. Und ich habe bei der Einleitung hatte ich jetzt zwei Gedanken und dachte, oh, endlich mal wieder ein bisschen Niveau beim Geekschen Terzett. Mein zweiter Gedanke war, verdammt, ich glaube, ich bin underdressed. Ja. Mila Jonovic. Du wirst im Laufe dieses Podcasts hören, warum ich dich jetzt leider ein bisschen hasse, aber auch noch ein bisschen erregender finde als sonst. Oh je, ich freue mich äußerst auf die Informationen, die hinter dieser Aussage stecken. Und mir bleibt jetzt natürlich nur noch zu sagen, get over here! Und bevor wir anfangen, as it is tradition, fangen wir natürlich erstmal damit an, uns selber zu erzählen, was wir denn so zuletzt gemacht haben, womit wir uns befasst haben mit allen popkulturellen relevanten Themen, die in unser Leben traten. Ach, das Schlimme ist ja, dass wir, weil wir wissen, dass wir das machen, immer uns gegen, also ich euch nicht erzähle, was ich alles so getan habe, aber jetzt, dieses Mal habe ich es getan, ihr wisst das alles schon. Also ich habe weiterhin Lost Ark gespielt, sehr viel, ich glaube, ich bin irgendwie 130 Stunden da drin oder so, das ist eigentlich schlimm genug, aber es ist nach wie vor, es hat Tiefen. Ich kann nicht sagen, es ist nach wie vor ein gutes Spiel, es ist ein gutes Spiel dafür, dass es Free-to-Play ist, es hat eine geile Story, aber es nervt manchmal auch kolossal. Aber was ich Neues habe, ist, ich habe den neuen Batman-Film gesehen. Und auch da kann ich sagen, hohes Potenzial. Leider so ein paar Böcke drin, die sagen würden, leider keine uneingeschränkte Empfehlung. Aber anschauen sollte man sich den. Ich habe ihn tatsächlich auch gesehen. Jetzt vor kurzem. Und ich war ja ultra gehypt auf den Film. Auch. Und ich finde den auch gut, tatsächlich. Ich finde aber auch, da war irgendwie mehr drin. Irgendwie hat er mich nicht so hundertprozentig befriedigt, irgendwie, so wie ich es mir erhofft habe. Keine Ahnung. Was anderes, was mir momentan echt ultra viel Spaß macht, ist tatsächlich mal nach all den Jahren ein vernünftiges WWE-Spiel, und ich denglische das jetzt total, nämlich WWE 2K22. Das ist echt, ohne Scherz, finde ich wirklich das beste Wrestling-Spiel seit Jahren. Also die Pause von anderthalb Jahren. Seit Superstars auf dem Gameboy? Nee, aber vielleicht schon echt fast seit Here Comes the Pain auf der PlayStation 2. Und die anderthalb Jahre Pause haben dem Spiel wirklich ultra gut getan. Und da winke ich doch mal ganz nett zu EA und FIFA. Okay. Ja, ich habe was ganz, ganz Verrücktes gemacht, weil ich Björn nicht alleine die Bürde lassen wollte, sämtliche Spielplattformen bei sich im Haus zu haben. Ich habe mir eine Xbox Series X gekauft. Yay, ich bin jetzt auch stolzer Besitzer. Und das Beste, was mir einfällt mit diesem Gerät, ist, ein Spiel von 2010 zu spielen, was ich schon lange spielen wollte: Dante's Inferno. Ein Hack and Slay à la Devil May Cry, so ein bisschen in diese Richtung, sehr mobil. Aber nicht ganz so abgedreht. Krank, ne? Nicht ganz so abgedreht, dafür ein bisschen mehr so im religiös morbiden, während Devil May Cry und Bayonetta mehr so over the top sind. Ich finde es richtig gut, mir macht es sehr Spaß. Es gibt so ein paar nervige Sachen, Quicktime-Events, die ich mir gerne raus hätte. Okay. Aber ansonsten, falls man das Genre gut findet und Devil May Cry und Bayonetta spielt, sage ich, guckt mal bei dem Spiel rein, ist im Xbox Game Pass drin, da spiele ich es jetzt nämlich.
richtig cooles Spiel. Das habe ich irgendwie damals 2011 in Dublin gekauft, als ich da im Urlaub war, beim GameStar im Grabbeltisch. Ich habe noch was anderes gemacht. Ich habe vor kurzem mit einer Serie angefangen, die nennt sich Arcane. Die basiert, wollte ich auch schon immer mal machen. Die basiert auf einem Videospiel. Thema. Verrückt. Überleitung. Genau. Ich sage jetzt erstmal nur so viel. Ich habe nur zwei Folgen bisher geguckt und bis jetzt finde ich es gut. Ich hoffe, dass der Ton weiter behalten wird. Aber Arcane ist nicht die einzige Videospiel-Verfilmung. Es ist jetzt, ich werde jetzt für Serien auch den Begriff Verfilmung einfach benutzen. Das hoffe ich nämlich, weil Serien natürlich meiner Meinung nach auch zu diesem Kosmos dann dazugehören. Absolut. Und habe ich aber auch verwertet wurden. In einem Part des Skriptes, das ich jetzt geschickt habe, war auch der Begriff Serie drin. Ey, wir skripten. Nein, wir skripten nicht. Ach, es gibt gleich nur, wieder drei von unseren vier Zuschauern, Zuhörern ein paar verloren. Themen, zu denen wir uns lange hangeln. Und wie aktuell das Thema ist, da müssen wir nur einmal kurz ins Kino schauen. Wir haben Uncharted und Sonic 2, zwei wirklich große Blockbuster, die auch keine Box-Office-Bombs waren, sondern auch wirklich was eingespielt haben. Ja, der Uncharted-Film, habe ich jetzt auch nochmal nachgeschaut, der ist zwar jetzt nicht ultra erfolgreich, aber der hat auch schon weltweit knapp 400 Millionen eingespielt. Der ist recht erfolgreich. Dafür, dass ich Tom Holland für eine absolute Fehlbesetzung eines Nathan Drakes halte. Ja, auch Mark Wahlberg, der vielleicht besser Nathan Drake hätte spielen können. Ja, glaube ich tatsächlich auch vom Alter her wahrscheinlich eher. Sieht halt auch gar nicht aus wie, ich habe Uncharted nicht gespielt und weiß deswegen nicht, wie der Charakter heißt, den Mark Wahlberg spielt. Ich weiß aber, ich weiß aber, wie der aussieht und Mark Wahlberg hat einfach nichts von ihm. Nee. Zudem sind auch noch weitere Serien in Planung. Was hatte ich hier? Bioshock ist angekündigt worden von Netflix. Da habe ich schon sehr viel in sozialen Netzwerken gelesen. Viele Leute, die sagen, ja, endlich wird es verfilmt. Voll viele, lasst die Finger davon, ihr versaut uns unser Lieblingsfranchise. Darf ich dazu mal ganz kurz eine Frage stellen? Weil ich kenne mich mit Bioshock überhaupt gar nicht aus. Haben die Bioshock-Spiele alle miteinander zu tun? Also ist das eine aufbauende Story aufeinander? Weil ich hatte immer irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich dachte immer, das wäre halt quasi so ein Anthology-Spiel halt, wo halt die Mechaniken und sowas immer ähnlich und gleich sind, aber das trotzdem immer irgendwie eine andere Story wäre. Aber ich weiß es tatsächlich auch nicht. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Okay. Ich kenne nur so ein paar Let's Play-Sachen von dem ersten Bioshock. Ich habe das selber nicht gespielt. Ich habe mir die Trilogie bei Steam im Sale gekauft, aber noch nicht angespielt, weil ich noch keine Zeit dafür gefunden habe. Mich juckt's immer in den Fingern, das zu kaufen. Ich habe es auch nicht gespielt, deswegen kann ich die Frage auch nicht beantworten. Ja. Ich versuche es mal gerade schnell rauszufinden. Und HBO, das ist ja schon, da gibt es ja schon mit Pedro Pascal sogar einen konkreten Cast, wird sich an Last of Us versuchen. Genauso gibt es starke Gerüchte, also es geht schon fast über das Gerücht hinaus. GameStar sagt nämlich zum Beispiel, Amazon nähert sich dem Deal. Amazon möchte wohl Mass Effect verfilmen, wobei ich nicht weiß, ob es als Serie oder als Film kommen soll. Ich find witzig, dass du sagst, es gibt starke Gerüchte und dann GameStar sagt, also ich halte das für nicht mehr und weniger als für ein Gerücht und Wunsch des Moderators. Ja, das kann sein. Oh, es ist tatsächlich kein Wunsch. Ich würde gerne, dass das nicht verfilmt wird, aber vielleicht kommen wir später zu diesen Aspekten. Ich möchte nämlich gar nicht, dass das verfilmt wird. Also Wikipedia behauptet, wenn ich das jetzt hier so schnell mal durchgescannt habe, Bioshock 2 spielt 8 Jahre vor dem ersten Teil. Das scheint auch relativ nah an der Hauptgeschichte zu sein zumindest. Und so wie ich das jetzt nur schnell hier sehe, Bioshock Infinite scheint die gleiche Spielmechanik zu haben, aber ansonsten nur mit ein bisschen anderes Setting. Okay. Auf jeden Fall sehen wir daran, auch wenn vielleicht einer der genannten Titel vielleicht doch nur ein Gerücht sein sollte, wie aktuell Videospiele sind. Wir haben Arcane, also Videospielverfilmung. Wir haben Arcane, wir haben Uncharted, wir haben Bioshock, wir haben Last of Us, wir haben Sonic mit seiner zweiten Verfilmung bereits innerhalb von kürzerer Zeit. Ja, wir haben zwei Sachen vergessen, die ich echt für wichtig zu erwähnen halte, was Videospiele und die Zukunft angeht. Einmal, es wird einen Super Mario Brothers Film geben von Illumination, von den Machern, die Minions gemacht haben. Mhm. Und der erste war auch ein Erfolg. Da frage ich mich tatsächlich, wie will man einen Film mit einem It's-a-me-Charakter füllen? Scheinbar wird er ja nicht so reden, denn Chris Pratt wird Super Mario sprechen. Und ganz frisch, Minecraft-Film, Hauptrolle Jason Momoa. Ja, das habe ich auch gehört. Da frage ich mich bei beiden, what the fuck? Ja. Also gerade bei, also ich meine, Super Mario kann man sich noch irgendwie eine Geschichte vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, was Gutes dabei rumkommt, aber Minecraft? Ja. Jetzt haben wir alle keinen Bezug dazu, ne? Das, aber
Gut, ich glaube, du musst keinen so großen Bezug zu Minecraft haben, um zu sagen, dass es ein schwieriges Konzept ist, um es als Film, Serie, was auch immer zu verfilmen. Es ist halt ein Sandbox-Spiel, wo du Sachen aufbaust. Der Plot besteht darin, dass du vielleicht manchmal von irgendwelchen komischen Skeletten angegriffen wirst. Vor allem, immer, ne? Ja, genau, ja. Vor allem besteht Minecraft ja total aus seinem aus dem Look, den es hat, so an dieser Ästhetik. Es ist halt die Frage, ob die jetzt auch einen Animationsfilm machen und Jason Momoa nur seine Stimme drin haben wird. Also ein Real-Life, ein Live-Action-Film Minecraft kann ich mir nicht vorstellen. Andererseits gab es auch, das ist kein Videospiel, aber es gab eine Verfilmung von Schiffe versenken. Ja. Und man hat einfach irgendwelche Kriegsschiffe gemacht, die mit UFOs kämpfen. Ey, seit 1000 Jahren wird ein Tetris-Film gerüchtet. Ja. Es gibt ja tatsächlich halt die Firma hier, die Battleship gemacht haben, die Schiffe versenken. Das ist doch eine Michael Bay-Produktion, glaube ich auch. Das sind dieselben, die Rechte für Tetris gekauft haben. Und seitdem gibt es ja diese Gerüchte, dass man einen Tetris-Action-Film macht, wo ich mir auch so denke, Alter, what the fuck, fallen da Blöcke vom Himmel und wir müssen wegrennen oder so. Also was will man daraus machen? Das ist wie eine, kennt ihr noch die ganz alte Werbung von Tetris, als der Gameboy rauskam? Mhm. Da war der Junge, der das im Bus oder so sehr saß und das gespielt hat, den hat man dann in seiner Grafik immer gesehen, wie er sich schnell aus den Blöcken entfernen musste, um nicht von denen zerquetscht zu werden. Als ich die Werbung das erste Mal gesehen habe als Kind, dachte ich auch, das wäre das Spielprinzip. Dass man den Blöcken ausweichen muss. Für alle, die uns jetzt gerade zuhören, der Game Boy ist ein historischer Handheld, der in den 80ern erschienen ist. Geht ins Museum, wenn ihr einen sehen wollt. Ja, man kann sich so etwas eigentlich besser vorstellen in so einer kurzen Persiflierung. Wir wissen, mir fällt die ganze Zeit nicht ein, welcher Film das war, wo der ist gar nicht so alt, in den letzten Jahren erschienen, wo so ein Pac-Man zum Leben erwacht. Ach, das ist irgendein Adam Sandler-Film war das. Ja, genau. Ja, da gibt es eine Szene angreift mit dem Pac-Man ganz am Ende. Ja, das stimmt. Für so kurze Erscheinungen. Mhm. Also ich meine, es wäre ja ähnlich auch wie ein Film über Pac-Man zu machen. Kann man sich auch nicht vorstellen. Aber für so eine kurze Szene, die mal lustig ist, kann man sich sowohl Tetris-Blöcke vorstellen als auch Pac-Man oder auch irgendwelche Szenen aus Minecraft, aber einen ganzen Film. Ja, oder in solchen Filmen wie dieses Ralf Reichts oder so. Halt, da kann ich mir dann auch solche Dinge vorstellen, dass da mal die Tetris-Blöcke vorkommen halt oder Pac-Man. So als Cameo-Auftritt dann irgendwie. Wrecking Ralph, das ist ein Disney-Film. Der ist von 2013 oder 2014. Okay. Und da geht es darum, dass eine Videospielfigur aus seinem Automaten entflieht und in ein anderes Videospiel kommt. Und da geht es Story zusammen. Gibt es da auch so eine Szene mit einer Selbsthilfegruppe, wo Zangief aus das sind alles lizenzierte Videospielfiguren, die da drin sind, außer dieser Ralf selbst natürlich. Der ist dann die Figur, die für den Film. Ich habe den selber nicht gesehen, ich kenne aber ich auch den tatsächlich gesehen. Diese Bilder, als der rauskam, war der, ich würde jetzt nicht sagen in aller Munde, aber der war schon so, dass man ihn hätte wahrnehmen können. Er ist erfolgreich genug, dass er als Disney-Meisterwerk, es ist ja ein reiner Disney-Film und dann, die nennen sie ja immer die Meisterwerke, halt eine Fortsetzung bekommen hat. Das bekommen halt nicht viele von diesen Filmen. Ja, was sagt das über mich aus, dass meine erste Assoziation bei Ralf Reichts Postal war? Björn Boll mag das. Ach ja, ich habe das übrigens nur wegen der Alliteration genommen und irgendwie Uwe Boll muss sich doch unterbrechen. Alles gut. Aber jetzt sehen wir natürlich, dass die Videospiele, die gibt es jetzt schon, Videospielverfilmungen gibt es jetzt schon seit längerer Zeit und man sieht, die sind immer noch relevant. Jetzt gerade auch wieder mit sehr vielen Projekten, die schon aktuell sind oder eben die in Postproduktion, nicht in Postproduktion, sondern in Präproduktion sind. Und jetzt sehen wir natürlich Videospiele. Was ist denn an denen das Besondere? Warum verfilmen wir die? Was ist der Unterschied zwischen Videospielverfilmung und Buchverfilmung oder Comicverfilmung? Warum hat sich das über den jetzigen Zeitraum, über Jahrzehnte so gehalten, dass es immer noch so aktuell ist? Zur Geschichte können wir gleich nochmal was sagen. Ich sehe da ehrlich gesagt gar keinen großen Unterschied da drin. Ich glaube, dass die Prämisse sowohl bei Videospielverfilmung als auch bei Comicverfilmung als auch bei Buchverfilmung immer dieselbe ist, nämlich ein breiteres Publikum ansprechen. Dass man da natürlich Verkäufe hat in Buchform oder dann auch jetzt hier in dem Fall in Videospielform. Die werden aber nie so hoch sein, wie Verkäufe in Filmform sein könnten oder sowas, weil der Film, das Medium Film an sich halt einfach ein breiteres Publikum anspricht. Ich habe diese Frage übrigens ganz anders verstanden von dir. Was ist das Besondere an Videospielverfilmung im Gegensatz zu anderen Medien? Und da würde ich das für mich beantworten. Halt, das Besondere für mich ist die Fallhöhe im Gegensatz zu anderen Medien. Denn Videospielverfilmung können mich eigentlich nur noch positiv überraschen. Weil bisher habe ich damit eigentlich immer nur schlechte Erfahrungen. Ich würde dir in Teilen recht geben, in Teilen widersprechen. In dem Punkt, also du hast recht, dass
wird das Video, das Medium Film oder Serie wird genutzt, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Aber ich glaube, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Also ich glaube, dass gerade anfänglich in den ersten Videospielverfilmungen, obwohl das geht so ein bisschen in deine Richtung, der Hauptantrieb war, dass man von einem kommerziellen Erfolg auch profitieren wollte. Ja klar, natürlich, den auch mit einbezogen. Du willst ja die Leute, die das Spiel gespielt haben, auch mit ins Kino kriegen. Du willst ja aber trotzdem natürlich die Masse erweitern da drin, damit du noch andere dazu gewinnst. Genau. Ja. Ich male mir aber aus oder will auch glauben, dass es auch Überzeugungstäter gibt. Halt irgendwie Leute, die Filme machen und die halt einfach begeistert sind von einem Videospiel und von der Lore, von dem Universum, was da geschaffen wird und die das halt auch umsetzen wollen, filmisch dann. Ja, das haben aber wenige gezeigt bis jetzt. das habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben. ich weiß nicht, wie die Formulierung ist, aber ich habe wenigstens. Ah ja, also ich habe mir aufgeschrieben, bietet zum Beispiel die Chance, bekannten Charakteren eine spannende Geschichte zu geben. Mhm. Und so weitere Punkte, so wie in die Richtung, wie wir jetzt gerade gesagt haben. Meine Quintessenz darunter, leider wird die Chance oft nicht genutzt. Ja, ja, tatsächlich. Also ich bin halt auch der Meinung, dass, also ich habe zumindest eher das Gefühl, dass meistens diese Filme eigentlich von Leuten gemacht werden, die überhaupt gar keine Ahnung von den Videospielen haben. Mhm. Deshalb sind sie meist auch so schlecht halt, weil sie diesen Geist gar nicht transportieren können von den Spielen. Mhm. Aber ja, auf manche trifft das vielleicht dann auch wirklich zu, vielleicht sogar eher auf so neuere. Aber gerade die ersten Videospielverfilmungen, glaube ich, die wurden halt echt immer nur von Leuten gemacht, die noch nie ein Videospiel gezockt haben. Da können wir ja gleich mal drauf gucken. Wir können uns ja mal die Wurzeln der ersten Verfilmungen von Videospielen anschauen. Das war ja früher gang und gäbe als Gamer, so in den 80ern, so NES-Spieler, Atari-Spieler, auch dann die Sega-Spieler. Man hat ja neben seinen Helden wie Mario oder Pitfall Harry oder Sonic oder Link, hat man dann auch immer Leute im Regal gesehen wie Alan Ripley oder wie E.T. oder auch den Terminator. Das war ganz gang und gäbe, dass man als Videospiel oder als Videospielvertreiber auch gesagt hat, wir kaufen uns Lizenzen ein und bringen Spiele raus. Meistens auch in dem Fall eher schlecht als recht. Mhm. Man kann ja schon mal schauen, was LJN alles so. Genau, der umgekehrte Fall war meist auch nicht gut. Genau, ja. was LJN alles so verbrochen hat. Da gibt es Top 10 Worst Listen, die ich gesehen habe. Ich habe keine Top 10 Best Liste gefunden von LJN Games. das Komische ist, wo du gerade Alien gesagt hast, ich habe selbst auf dem Commodore 16, auf dem C16, habe ich ein Alien-Spiel gespielt und das war ziemlich gut eigentlich. Also das war angelehnt an den zweiten Teil von Aliens. Mhm. Und die Viecher, die da rumrannten, die sahen halt aus wie im Film. Man hat halt auch so ein Stat Bar gehabt mit den vier Charakteren, den vier Hauptcharakteren und ist dann halt natürlich dann einigermaßen eingeschränkt durch so ein Labyrinth gegangen. Man hat eigentlich quasi immer nur einen Raum gesehen und dann halt eine Tür nach vorne, nach links oder nach rechts und so das ist man dann durchgelaufen und hin und wieder ist mal irgendwie ein Monster gekommen, also ein Alien gekommen und wenn man Pech oder Glück hatte, hat man halt die Königin gefunden. Das sind aber so positive Ausreißer, dass Batman. Das wäre heute auch kein gutes Spiel mehr. Nee, das Batman, was auf dem Michael Keaton-Film basierte, auf dem NES, galt auch als sehr gut, aber normalerweise hast du sowas wie Ghostbusters oder Bill & Ted's Verrückte Reise bekommen, was einfach ein absolutes Desaster war. Ghostbusters! Und dann fing es irgendwann Anfang der 90er mal an, dass der Spieß umgedreht wurde. Natürlich gab es schon vorher so Verfilmungen in Serienform. André, du hast ja gerade das Pac-Man-Beispiel gebracht. 1982 gab es eine Cartoon-Serie Pac-Man. Ja. Und es gab ja 1989 auch diese Super Mario Bros. Super Show. Ey, mal ohne Scheiß, die Super Mario Bros. Super Show. Also du kennst die auch, ne? Ich habe die kennst auch gesehen. Ich habe die gesehen, ja. Nee. Also das ist eine Serie, ich habe die früher auch gesehen. Und das ist halt eine Serie mit einem Live-Action-Anteil, halt mit richtigen Schauspielern, wo hier, das, liebe Wrestling-Fans, Captain Lou Albano de Mario spielt. Das Intro und das Outro jeweils. Ja, genau, das Intro und das Outro. Und wenn die dann irgendwie ein Abenteuer erlebt haben, haben die irgendwie meistens in einen Gulli geguckt oder sonstiges halt. Und dann wurden die in die Pilzwelt gezogen. Dann waren das Trickfilmfiguren. Und dann weitergespielt. Und genau, dazu, da waren dann auch Peach dabei und Toad. Genau, und Toad. Und im Deutschen hieß Bowser da Koopa. Koopa, ja. Und das war ein bisschen komisch, weil wahrscheinlich die japanische Übersetzung genommen wurde, King Koopa. Und dazu gab es dann auch noch ein Lied am Ende. Das war großartig. Ein Lied, das im Deutschen gesungen wurde von Ron Williams. Und zwar war das zu der Melodie von Super Mario, die ist
Und zwar war das: Schwingt die Arme auf und ab, setzt euch jetzt in Trab. Super Mario, ein Schritt vor. Und noch einmal: Hey, tanz den Mario, meine Freunde, ja. Weil das ist so schlimm. Das ist großartig. Aber ja, als Kind fand ich das, total toll. Also das und Captain N war noch so eine Serie, ja, die gab es früher auch, das mit so einem Jungen, der in so einem Videospiel-Universum gezogen wurde, natürlich ein Nintendo-Universum halt. Und da gab es dann auch, der Bösewicht war Mother Brain, der Bösewicht aus Metroid zum Beispiel. Und da gab es da Mega Man und Co. Halt. Cool. Die haben alle mit dem zusammengekämpft. Und solche Serien, die hat man ja in erster Linie gemacht. Ich meine, das hat man ja später dann auch gemacht, wie Pokémon zum Beispiel. Da ist ja eher der Fall halt dann wirklich halt, um Videospiele zu verkaufen. So wie früher He-Man, Masters of the Universe oder Transformers, ja, und Co. gemacht wurden, um Spielfiguren, ja, zu verkaufen, hat man die Serien ja gemacht, um die Games zu verticken. Halt mit Pokémon sehr, sehr erfolgreich über Jahrzehnte jetzt schon. Ja, macht man die Spielkarten das halt einfach, ne? Ja, das auch, ja. Genau, aber wenn man solche Sachen jetzt mal ausklammert, 1993 ist dann etwas, ich sag mal, filmhistorisch Relevantes passiert. Ja. Und zwar hat sich der Silverscreen mal umgeschaut. Was können wir denn mal so für ein Videospiel ins Kino bringen? Man hat sich direkt an ein Material herangewagt, das, von dem ich behaupte, dass es nicht das Beste ist, vor allem nicht, um einen Live-Action-Film zu drehen. Sehe ich ganz genauso. Man hat es dann auch sehr kurios und, wie ich auch sage, fatal dann auf den Bildschirm gebracht. Und zwar ist er 1993 mit Bob Hoskins und Dennis Hopper und John Leguizamo ist, glaube ich, ja, Luigi. Luigi hat Mario ist John Leguizamo. Der hat den Super Mario Brothers Film rausgebracht. Und ja, der Film ist nicht besonders gut an den Kinokassen angekommen. Also das war ein Box-Office-Bomb. Ist jetzt natürlich auch, wie gesagt, ein sehr schwieriges Material, um sich an ein Videospiel heranzuwagen, um es als Film herauszubringen. Und man hat den Ton des Spiels überhaupt nicht getroffen. Man hat einen kleinen, dicken Typen mit Schnäuzer gehabt. Das war gehabt. Alles. Die Vornamen waren gleich. Man kannte Daisy, also es war nicht mal Peach, es war Daisy, die weibliche Hauptrolle spielte. Ich glaube sogar, dass es einen kleinen Dinosaurier gab, der Yoshi hieß. Ja, gab's. Und das war aber mehr so eine Art Mini-T-Rex. Also der hatte überhaupt nichts von Yoshi. Cooper. Die Gegenspieler, halt so die Goombas und die Cooper Trooper, die hatten ja auch nichts mit dem gemeinsam, wie sie im Videospiel aussahen. Genau, das waren dann irgendwelche hochgewachsenen humanoiden Kreaturen mit kleinen Köpfen. Mit so langen Lederjacken. Mit langen Lederjacken, genau. Die anhatten und die ganz breitschultrig und dann gibt es so ganz kleine Köpfe drauf. Und wie gesagt, humanoid, also auch überhaupt nichts von irgendwelchen Monsterpilzen oder kleinen Schildkröten, deren Panzer man verwenden kann. Und ich würde sagen, der erste Versuch, einen Kinofilm als Videospiel zu machen, ist kläglich gescheitert. Voll. Ich verstehe auch ehrlich gesagt wirklich gar nicht, wie man auf die Idee kommt, aus der Story Klempner im Pilzkönigreich rettet Prinzessin einen abendfüllenden Spielfilm zu machen. Ernsthaft. Also frage ich mich wirklich, wie man daraus aus so einer Story überhaupt erst versucht, einen richtigen Film mit richtigen Schauspielern zu machen. Ich habe übrigens hier das, weil die ganze Welt eigentlich surreal ist. Ne? Voll. Also das ist ja so eine quietschbunte Welt eigentlich. Ja. Selbst die Gegner sind ja eigentlich alles andere als bedrohlich. So richtig, die sind ja auch alle so ein bisschen knuffig. Und das in der Echtverfilmung zu bringen, das ist schon gewagt. Ja. Also es ist, wir haben ja ein modernes Gegenbeispiel, haben wir komischerweise noch gar nicht erwähnt. Hätte ich gedacht, dass es einer von euch beiden macht, also gerade du, Jörn. Castlevania. Da komme ich noch zu, das greifst du jetzt komplett voraus. Also ich bin ja jetzt Ja, aber ich meine, das ist halt das Gegenbeispiel. Genau. Ne? Das, weil gerade schon einige aktuelle Sachen genannt wurden. Genau, ja, genau. Castlevania war 2017, deswegen habe ich das noch nicht. Da passt es aber besser, weil es insgesamt so ein düsteres Szenario ist. Auch wenn es auch ein ähnliches Genre ist, passt das aber, kann man das sehr viel besser als Serie oder als Film adaptieren. Ja, auch wenn es jetzt ein Comic ist, aber könnte man genauso gut verfilmen, vermutlich. Vor allem ist man, Entschuldigung. Achso, ich wollte nur sagen, deshalb sehe ich halt auch zum Beispiel, dass sowas wie Super Mario Bros. Am besten eigentlich als Trickfilm absolut wird. Und witzigerweise ist man ja, weil du jetzt gerade das düstere Setting von Castlevania erwähnst, ist man ja bei Super Mario Bros. Auch den Weg gegangen, eine sehr dystopische, dunkle Stadt als Hauptkulisse zu nehmen, was ja noch weniger den Ton trifft, als ja die, ich sag mal, die Charaktere, die man dann eingebaut hat. Ja. Ich habe hier übrigens auch gerade das Einspielergebnis einmal. $38.912.465 hat dieser Film weltweit eingespielt. Das ist jetzt nicht besonders viel.
Hast du zufällig rausgesucht, was er gekostet hat? Ja, der hat um die 40 Millionen gekostet, ne? Ja, das kann sein. Ja. Ich glaube, dass die Hälfte wahrscheinlich für Bob Hoskins rausgegangen ist. Das dachte ich mir auch. Also das falsches Genre, aber ay caramba. Ah, und Dennis Hopper meine ich auch noch. Der ist halt natürlich. Ich glaube tatsächlich, dass das auch eine Sache ist, woran so frühe Videospielverfilmungen ganz besonders auch noch mitgekrankt haben, dass man das Budget eher für namhafte Schauspieler verballert hat, statt für Special Effects. Könnt ihr euch daran erinnern, früher, wenn ihr Videospiele gespielt habt, dann gab es ja dazu immer eine Anleitung auch. In den Anleitungen waren ja voll die Artworks voll oft immer drin. Und wenn ich mir reinziehe, wie die Artworks früher aussahen und dann das Videospiel dagegen aussah, ich konnte zum Beispiel Link nicht wirklich bei Zelda erkennen früher, dass er so aussieht wie in diesen Büchlein. Ja. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass man dann das ganze Budget, statt in Special Effects und Kostüme und sowas zu stecken, lieber in namhafte Schauspieler steckt, es ist auch kein Wunder, dass diese Filme dann so einen Low-Budget-Charakter hatten und dann auch so aus. Jetzt mal, ich weiß nicht, ob ich dir den jetzt vorweggreife, es wäre wahrscheinlich der nächste Film von 94, dann Street Fighter. Ach so, der nächste wäre jetzt Double Dragon. Okay, gut, wenn man sich sowas reinzieht wie Street Fighter oder sowas, wie sieht denn da bitte ein Blanka und Dalsim und Co., wie sehen die denn aus? Das sieht doch total lächerlich aus. Absolut. Ja. Und mit dem Budget, was man für so einen Film hatte, statt in Jean-Claude Van Damme zu stecken, der zu diesem Zeitpunkt sehr berühmt war und sehr groß war dann auch in Hollywood, das lieber mehr in diesen Film zu stecken, hätte, glaube ich, ein wesentlich filmischeres Erlebnis von diesen Spiel geben können, als das, was man am Ende kriegt. Ich glaube auch, dass das Raul Julia durchaus einiges gekostet hat. Und Kylie Minogue auch, die zu dem Zeitpunkt schon sehr bekannt war als Popsängerin. Das stimmt. Ja. Das zieht sich ja durch viele dieser frühen Produktionen durch. Das sind immer berühmte Schauspieler. Genau. Also Christopher Lambert auch zum Beispiel. Also kommen wir ja gleich zu den weiteren Sachen. Wir haben als zweiten Film, also man muss sich bei Mario Brothers, wir wollen jetzt nicht zu lange bei dem Film hängen bleiben, nur mal anhören, was Bob Hoskins selber dazu sagt. Also er bereut es und sieht es als den größten filmischen Fehler, den er je begangen hat. Zu Recht, wie ich sagen muss. Ja, ich hoffe, Dennis Hopper sah es genauso. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht jetzt mit Ron Jeremy und den Super Hornio Brothers. Ich glaube, der bereut gar nichts. Es ist tatsächlich so, das ist ein Fun Fact, es gibt einen pornografischen Super Mario Brothers Film und der gehört Nintendo. Ja, dann erzähl doch mal, ich weiß, du hast mir das schon erzählt. Giftschrank, oder? Erzähl den Zuschauern bitte, Zuhörern auch bitte einmal, warum der Nintendo gehört. Der Nintendo hat den aufgekauft, um den wegzusperren, diesen Film halt tatsächlich. Geil, also der wurde mal irgendwann produziert, dann auch Ende der 80er, Anfang der 90er. Und Nintendo hat die Filmrechte aufgekauft an diesem Film, um ihn dann tatsächlich in den Giftschrank zu sperren. Vielleicht sollten wir mal einen FIFA-Porno produzieren oder so. Ja, kurz nach Mario Brothers hat man sich dann an ein anderes Thema rangewagt, und zwar Double Dragon. Mhm. Hier weiß ich gar nicht, ob dieses Konzept mit den bekannten Schauspielern so zutreffend ist. Robert Patrick Robert Patrick kannte man als T-1000, aber der hat nie so richtig Fuß gefasst in Hollywood. Mhm. Ich glaube, Mark Dacascos spielt einen der beiden Brüder, Bimmy und Jimmy. Also Billy und Jimmy war ich natürlich. Der Film hat übrigens knapp über 4 Millionen eingespielt. Wow. Und bei dem 20.000 Budget ist doch super. Björn hatte jetzt einmal gesagt, und das ist auch so eine Sache, die zieht sich durch die nächsten Jahrzehnte auch. Das ist ein Element, was ich jetzt einmal reinbringen möchte. Björn hat das einmal gesagt, es wirkte so, als ob die Leute, die Filme verfilmen, dass die das Source Material gar nicht kennen, dass sie gar nicht wissen, was sie da verfilmen. Ja. Und wenn man sich jetzt mal, ich habe diesen Double Dragon Film mal gesehen vor zig Jahren, der ist unglaublich schlecht. Wenn ihr mal Lust habt, einen Abend mit 3-4 Leuten zu verbringen und einen schlechten Film zu gucken und euch einen zu trinken. Mit 3-4 Leuten, die ihr danach nie wiedersehen möchtet. Genau, und euch einen zu trinken und über den Film zu lästern, guckt euch Double Dragon an, der ist wirklich unglaublich kacke. Aber das Grundmaterial von Double Dragon ist relativ solide. Es geht um Schlägertrupps, eine Frau wird entführt, man rettet sie und kloppt sich durch die Level. Jetzt hat man in diesem Film den, wie ich auch finde, großen Fehler begangen, abgesehen davon, dass er auch, glaube ich, mit einem Skript, das sich näher an dem Spiel bewegt hätte, auch total scheiße gewesen wäre, hat aber eine Idee gewagt, ein Amulett oder ein Medaillon oder sowas reinzubringen, das magische Kräfte hat, mit dem man dann irgendwelche besondere Mächte hat, mit dem man dann die Weltherrschaft erlangen kann. Und das trifft ja nun mal den Geist des Spiels überhaupt nicht wieder. Ja. Und das sind so kreative Entscheidungen. Das ist auch eine Sache, die ich den Videospielverfilmungen oft ankreide. Das sind so kreative Entscheidungen, die sich komplett von dem Material entfernen und dann auch die Leute, die man ins Kino locken würde, die sagen, ah, okay, ich kenne Double Dragon, finde das geil, die können ja nur enttäuscht sein. Ja, auf jeden Fall, das stimmt, das stimmt.
Dazu kommt natürlich dann noch, dass diese Filme dann auch einfach für alle anderen enttäuschend sind, weil sie einfach schlecht sind. Mhm. Und da, das Schlimmste, was du ja an diesen Sachen haben kannst, ist ja tatsächlich, wenn du noch nicht mal den Fan des Source Materials abholen kannst. Genau. Wenn du den nicht abholst, wie willst du die anderen gewinnen? Ja, und wahrscheinlich war das der Versuch, dass man beide mitnimmt. Also eigentlich willst du ja die Fans der Videospielreihe ins Kino bringen und die Leute, die außerdem noch ins Kino laufen und denken, das ist ja ein toller Film, die sollen sich hinterher das Videospiel kaufen. Genau, ganz genau. Nur ganz, ganz oft, ich meine, das kommt jetzt, glaube ich, schon an dieser Stelle durch, funktioniert das einfach gar nicht. Ja, in den ersten zwei Versuchen auf jeden Fall nicht. Die nächsten beiden Filme in den 90ern, das ist noch relativ überschaubar. So viele Videospielverfilmungen hatten wir gar nicht. Die nächsten beiden Filme, die jetzt auch wirklich Relevanz hatten, waren Filme, die auch an den Kinokassen durchaus ein bisschen Erfolg hatten. Und zwar beides Fighting Games, die verfilmt von Street Fighter und Mortal Kombat, die kurze Zeit hintereinander rauskamen. Street Fighter hat knapp 100 Millionen eingespielt und Mortal Kombat fast 125 Millionen, die damit durchaus, ich weiß es gerade bei Street Fighter vor allem nicht, was der gekostet hat, sich Van Damme. Ich weiß, dass Mortal Kombat hat am wenigsten gekostet von diesem Film, hat knapp 20 Millionen gekostet und Street Fighter war so ein 30er-Range. Ich habe mir aufgeschrieben halt zu Mario, Street Fighter und zu Mortal Kombat, dass sie so alle im 20 bis 40 Millionen-Bereich waren und also bis auf Super Mario waren die alle für ihre Zeit recht erfolgreich, leider. Tatsächlich. Ja, also vor allem, du kannst Double Dragon rausnehmen mit 4 Millionen eingespielt. Ich meine, Double Dragon wurde von Gramercy Pictures produziert. Ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht erfolgreich waren mit 4 Millionen. Ich finde es gerade bei, wenn wir wahrscheinlich später nochmal drauf kommen, aber gerade bei Street Fighter und Mortal Kombat finde ich es sehr schade, weil gerade bei so Prügelspielen, die halt damals eigentlich auch nicht mit wirklich viel Geschichte gekommen sind, da hätte man einfach, man hat ja quasi ein Blankobrett. Man hat Charaktere, die jeder kennt, die gut wirken, die einen Grundplot natürlich, das geht dann immer so ein bisschen in Richtung Martial Arts, aber da kannst du jetzt eine saugeile Geschichte drum bauen und du kannst diesen Charakteren einfach richtig Leben verleihen, wenn du es gut machst. Vor allem haben ja Beispiele wie zum Beispiel Bloodsport oder sowas gezeigt, dass ein Film, der einfach nur so ein Kampfturnier zeigt, durchaus interessant sein kann und Spaß machen kann. Das Problem an diesem Film ist einfach, dass die einfach keine Kampfturniere zeigen. Ja, da muss man jetzt ein bisschen revidieren. Ich finde den Mortal Kombat-Film wirklich beschissen. Der versucht sich aber zumindest etwas an dem Grundmaterial anzuhangeln. Und es gibt tatsächlich dieses Turnier. Mhm. Es wird alles total wirr erzählt. Dass es das Turnier gibt, klar, auf jeden Fall. Aber ich meine, trotzdem besteht der doch jetzt nicht großartig daraus, aus irgendwelchen Kämpfen oder so. Ja, doch, es gibt durchaus diese Kämpfe, die auch zwischen den verschiedenen Charakteren dann anberaumt werden. Sonya gegen Kano, Scorpion gegen Johnny Cage und Sub-Zero gegen Liu Kang, glaube ich. Am Ende haut dann Johnny Cage Goro weg, was natürlich auch den Spielen überhaupt nicht entspricht. Aber das würde ich noch als kreative. Wie heißt der Typ, der in dem Film immer nur aufsteht? Das ist Shang Tsung. Okay. Der steht wirklich ungefähr 70 Mal auf in dem Film. Was ich wirklich erstaunlich fand, ist, dass Mortal Kombat von 1995 bei IMDb tatsächlich eine 5,8 hat. Also das ist jetzt nicht so das untere Ende der Skala. Ja, also Super Mario Bros. Liegt zum Beispiel bei 4,0. Das ist eher realistisch. Der hat auch einen Tomatometer von 44%, während Street Fighter einen von 13 hat. Bei Street Fighter muss man ja auch wieder sagen, der krankt an was Ähnlichem, was ich gerade schon herausgestellt hatte bei Double Dragon. Der befasst sich fast überhaupt nicht mit dem Grundmaterial. Der hat nur Charakternamen. Es gibt nur Charakternamen. Und schlechte Kostüme. Und ansonsten hast du einen Plot, der wirklich nichts mit dem Spiel zu tun hat. Es gibt dieses Turnier gar nicht. Es gibt ja diese Terroristen und Geil, der da der Hauptcharakter ist, obwohl es ja normalerweise Ryu ist, ist ja auch egal, ist dann derjenige, der ihn aufhalten muss. Es wird halt in Zweikämpfen teilweise, werden die Probleme gelöst, aber das ist das Einzige, was überhaupt noch mit dem Spiel. Aber wir lösen alle unsere Probleme in Zweikämpfen. Manu a Manu. Aber ganz kurz noch eine Frage halt, einmal zu dem Film. Seid ihr der Meinung, dass Jean-Claude Van Damme wirklich geil ist? Ja. Wobei man sagen muss, der Film hat einen geilen Spruch und zwar sagt M. Bison irgendwann zu Chun-Li, die ihm halt vorwirft, dass sie sein Dorf zerstört hat und ihr Vater dabei gestorben ist und er sagt, er kann sich nicht daran erinnern und sie ist total empört, dass er das nicht mal mehr weiß und er sagt, für dich war der Tag, als M. Bison in euer Dorf kam, der wichtigste Tag deines Lebens, für mich war es Dienstag.
Und ich muss sagen, der Spruch ist ziemlich geil, aber es ist auch einfach das Beste an dem Film. Ja, aber auf deine Frage zurückzukommen, Björn, hallo, der Mann hat zu der Zeit einen Spagat auf zwei Stühlen gemacht. Ja. Zwischen zwei Stühlen. Stimmt. Oh, ich muss mir mal eben noch hier so ein Getränkchen aufmachen. Ansonsten können wir die 90er schnell zusammenfassen. Wir hatten noch Mortal Kombat Annihilation. Wow, ist das ein, das ist ungefähr der schlechteste Film, den ich jemals gesehen habe. Wing Commander gab es noch. Ey, zu Wing Commander jetzt mal ganz ehrlich, warum um Himmels Willen macht man, Wing Commander war ja auch ein absolut filmisches Spiel, es war ein FMV-Spiel, Full Motion Video. Warum um Himmels Willen, das habe ich mich damals schon gefragt, ich habe nie Wing Commander gespielt, mir war trotzdem bewusst, wie beliebt die Reihe ist und dass vor allem Mark Hamill der absolute Star dieser Serie ist. Warum um Himmels Willen macht man einen Wing Commander-Film ohne Mark Hamill? Das ist tatsächlich ein Punkt, der mir in der Vorbereitung aufhört. Sie ist nicht gerade bei Wing Commander, aber das ist auch ein Problem, das es, glaube ich, in Zukunft immer schwieriger macht, gute Videospielverfilmungen zu produzieren, weil die Spiele immer mehr in Richtung filmischer Umsetzung gehen. Mhm. In den Anfängen war das noch nicht unbedingt so. Da hat man da lag einfach der Fokus eher auf einem Gameplay, Story, die kam erst nach und nach da rein. Ja. Die war eher so ein bisschen schmückendes Beiwerk. Das ist heute anders. Und gerade solche Filme, solche Spiele wie Wing Commander, die haben eben angefangen ja auch schon mit Schauspielern dann Quick-Scenes zu machen oder Video-Einspielungen zu machen und so weiter. Und da finde ich es, also mit Ausnahme von Command & Conquer, wo das kann man nicht wirklich als ernsthafte Verfilmung sehen, was die da gemacht haben. Das darf man auf jeden Fall neu drehen. Aber warum man das nochmal neu als Videospiel, als Film verfilmen wirst, das weiß ich nicht. Genau, das verstehe ich nämlich auch nicht. Vor allem, weil er auch so sehr für diese Reihe stand. Also wenn du Wing Commander im Kopf hattest, hattest du Mark Hamill im Kopf früher. Ich weiß auch, dass man ganz stark mit dem geworben wurde und dann finde ich das auch so komisch. Also wenn man das doch schon verfilmt, dann muss man den doch auch nutzen. Ich verstehe aber auch gerade bei so einer Art Spiel nicht, warum man es überhaupt verfilmt. Ja, weil es sich meinte André schon so eine Art Film ist, während solche Sachen wie Mortal Kombat oder Street Fighter ja irgendwie was hergeben aber würden. Aber da kommst du ja wieder eher zu dem Punkt halt Videospiele, vor allem jetzt auch noch in den 90ern. Ich meine, heute ist das Medium natürlich wesentlich breiter, aber in den 90ern vor allem war Videospiel halt immer noch Nische. Und natürlich verfilmst du irgendwas, was erfolgreich ist und da vielleicht auch filmisch funktioniert halt, um damit ein breiteres Publikum anzusprechen. Halt diese Story noch weiterzukriegen und noch mehr Geld daraus zu ziehen. Das sind die Gründe dafür. Das ist halt deswegen ist es für mich schwierig, jedes Videospiel zu verfilmen oder die Bekannten. Das haben wir am Anfang haben wir schon mal gesagt. Ich glaube, du hast Last of Us schon mal angesprochen, dass das angekündigt ist. Ja. Das ist für mich persönlich, also ich glaube, es dürfte bekannt sein, dass das eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Und vor allem deswegen, weil ich so tief in diese Geschichte reingezogen werde durch das Spiel, weil das so gut gemacht hat. Und mich persönlich nimmt das halt total mit. Und mein erster Gedanke, als ich es mitbekommen habe, dass es angekündigt ist, dachte ich, ach cool, jetzt machen The Last of Us das Film, das ist ja geil. Aber wenn man drüber nachdenkt, ich glaube, ich möchte das nicht, weil eigentlich kann ich nur enttäuscht werden. Ja, weil es da genauso ist wie für Milliarden von Leuten, die Herr der Ringe gelesen haben, bevor die Filme kamen, zum Beispiel, das war das geliebt auch sehr, haben. Sehr sehr dramatisch für mich damals. Ja, ich finde es auch so halt. Und das ist halt tatsächlich so, da denkt man sich, das ist immer so zweischneidig. Einerseits glaube ich, dass gerade so ein Stoff wie Last of Us es hergibt, daraus dann eine vernünftige, gute Serie zu machen. Andererseits denke ich mir persönlich auch, ich brauche das eigentlich nicht. Ich habe das Spiel halt gespielt, mochte die Story da sehr. Bei mir können sie es eigentlich nur verhunzen eher. Mhm. Und genauso ist es ja mit Büchern auch, die man geliebt hat. Das stimmt, ja. Und dann gefällt dir das Buch sehr und dann hast du ja auch diese Angst, dass das filmisch zu sehen irgendwie, weil meistens wird es irgendwie verhunzt oder geändert und man hat in seinem Kopf Charaktere ganz anders visuell, als sie dann im Film aussehen. Und dann kannst du eigentlich auch von einem Film eher nur positiv überrascht werden, dass es dann vernünftiger funktioniert. Aber andererseits gibt es halt bei der Verfilmung eines Buches ein anderes spannendes Element, was beim Videospiel ja nicht so wirklich gegeben ist. Beim Videospiel hast du ja schon die Figur vor dir. Und bei sowas wie Last of Us, was fast wie ein Film gespielt ist
wo ich mir auch denke, okay, das ist schon so intensiv narrativ. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich auch keine Mass Effect Serie möchte. Und du siehst die Figuren vor dir. Bei einem Buch, da stellt man sich immer die Frage, ah, okay, wie könnte denn die Figur aussehen? Und dann gibt es jemanden, der vielleicht eine Vision hat. Und klar, es gibt total viele Leute, die super enttäuscht sind. Aber es gibt auch total viele Leute, die sagen, wow, das finde ich total spannend, dass man jetzt diese Figur hier auf dem Bildschirm so ein Leben eingehaucht hat. Und das ist eine Sache, die kannst du bei einem Videospiel nicht machen. Absolut. Ich gebe dir da auch recht. Ich gebe dir da auch vollkommen recht. Aber der Kern dieser Diskussion war ja jetzt, warum das überhaupt gemacht wird. Und das Warum ist halt einfach, es ist ein filmischer Stoff. Es ist ganz simpel, das als Film jetzt umzusetzen, Last of Us zum Beispiel. Und es erreicht damit halt noch wesentlich mehr Leute. Klar. Und mal davon abgesehen, finde ich, was Last of Us jetzt gerade angeht, bin ich zumindest, was das Casting angeht, schon sehr, sehr zufrieden, wenn ich mir Pedro Pascal angucke, der für mich zum Beispiel absolut in so eine Rolle eines Joel passt. Der auch meiner Meinung nach ein toller Schauspieler ist. Ja, absolut. Und da habe ich wiederum eher so ein bisschen das Gefühl, dass man da ein bisschen drauf vertrauen kann, dass das was Vernünftigeres werden könnte. Es ist von HBO produziert, es ist Pedro Pascal drin, der dem Hauptcharakter des ersten Last of Us sehr ähnlich sieht, halt dem Joel. Das Mädchen, die aus ist auch schon krass. Game of Thrones, genau. Genau, den Namen habe ich schon. Ach stimmt, genau, es ist die Lady. Bella Ramsey heißt das Mädchen, die von der Bäreninsel genau, bei Game of Thrones das Oberhaupt Riesen ist. Am Ende das Schwert ins Auge treibt. Die, finde ich, ist als Ellie auch ganz gut gecastet. Ich finde, das passt schon ganz gut, dass man das nehmen könnte halt. Natürlich kann da jetzt sehr viel schief laufen, aber ich habe da schon recht viel Vertrauen drin, auch wenn es mich gar nicht so groß interessiert, weil ich kenne ja die Story von Last of Us. Aber die Prämisse, warum sowas gemacht wird, ist doch ganz klar, dass man da mehr rausziehen möchte. Ich meine, Last of Us ist ein ziemliches Phänomen auf der PlayStation gewesen, hat da, glaube ich, alleine irgendwie absolut knapp 20 Millionen verkauft. Und jetzt kannst du aber vielleicht noch mal ein paar hundert Millionen mehr Zuschauer noch ansprechen. Ja, wobei ich halt, also bei Last of Us, ich meine, wollen wir uns auch nicht so lange aufhalten, das ist so im Videospiel, im Gamer-Bereich ist das natürlich jeden ein Begriff. Da ist das bekannt. Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Aber sprich mal einen Normalsterblichen auf der Straße an, der mit Gaming nichts am Hut hat. Genau. Da zieht Last of Us überhaupt nicht, weil der das noch nie gehört hat. Aber darum dann frage ich mich halt, ob es sich dann wirklich lohnt. Ist die Geschichte so stark, dass man sie filmisch umsetzen kann? Weil das ist eine Geschichte, die auf ein Videospiel gemünzt ist. Oh, das kannst du, glaube ich, bei fast jedem Videospieler in Frage aber stellen. Das könntest das könntest du doch genauso dann auch bei Büchern fragen dann auch. Also die Frage ist doch da genauso berechtigt dann auch halt. Also das kennt ja auch nur ein Bruchteil. Wie viele Filme hast du gesehen, von denen du noch nicht mal wusstest, dass es ein Buch ist? Oder sonstiges halt, das wird doch bei Last of Us genauso sein. Da ist dann die Frage. Ganz kurz noch, gerade jetzt, um den Appeal von Last of Us anzusprechen, brauchst du doch nur gerade das Genre allgemein, gerade das Endzeit-Zombies und sowas, das ist alles immer noch sehr beliebt. Also ja, aber ich denke mir immer, da ist ein anderer Ansatz. Vielleicht unterstelle ich zu sehr bei Videospielen, dass die das aus der Marke, aus dem Namen ziehen wollen, dass die aus der Berühmtheit dann noch Kapital schlagen wollen. Ich glaube, das ist bei Büchern eher selten der Fall. Also klar, wenn du Bestseller hast, werden die schon mal verfilmt, aber ich glaube, das ist dann eher so, dass jemand ein Buch liest und denkt sich, geil, daraus kann ich einen richtig guten Film machen. Und er hat eine Idee, wie er das Ganze umsetzt. Und ich glaube nicht, dass die Hauptmotivation bei den meisten Filmproduktionen, die auf Videospielen basieren, daherkommt. Das glaube ich auch nicht, dass das die Hauptmotivation bei den meisten Produktionen ist. Ja, aber ist so der Unterschied zwischen Buchverfilmung und Videospielverfilmung. Ja, also einer der Hauptunterschiede. Aber ich glaube schon, dass das oftmals so ein bisschen auch mit beispielt. Also klar ist es bei einem Super Mario Brothers nicht die Hauptmotivation. Da machen die das natürlich halt, weil die von dem Namen ziehen wollen. Da hat die Geschichte überzeugt. Ja, genau. Aber da wollen die natürlich glasklar von dem Namen ziehen. Aber gerade jetzt bei sowas wie Last of Us oder sonstiges, das sind doch so Sachen halt auch vorher Tomb Raider oder sowas. Klar ist das eine Videospielszene bekannt oder sowas halt, aber das verfilmst du ja auch eher halt, weil du aus diesem Grundstoff eigentlich mehr ziehen könntest. Ist ja völlig egal, ob sie das geschafft haben oder nicht. Ja, aber bei Tomb Raider sehe ich es noch ein bisschen anders, weil Lara Croft tatsächlich zu der Zeit eine Pop-Ikone war. Ja, das stimmt. Nehmen wir jetzt Uncharted, ist doch das beste Beispiel. Uncharted ist doch jetzt das Beispiel gerade überhaupt, was du mit Last of Us am allermeisten vergleichen kannst. Das ist eine Marke, die auf der PlayStation-Konsole sehr, sehr groß ist,
aber außerhalb vom Videospielen, also wenn ich meine Mutter jetzt fragen würde, wird die nicht Uncharted kennen. Halt. Ja. Aber wird sie den Film, den wird die sich angucken, unter Garantie. Wenn die irgendwo laufen würde oder sowas halt, als Actionfilm, auf jeden Fall. Die Frage ist ja bei solchen Sachen noch immer, klar, so ein bisschen ziehst du immer aus den Namen bei Spielen, die gute Verkäufer haben. Und da hast du zumindest schon mal eine Fanbase, die du unlockst. Genau. Dann ist ja die andere Frage, aber wie vermarkt dich den Film? Und es gibt ja auch total viele, weiß nicht, Blockbuster, die keine Hintergrundgeschichten haben, die auf nichts basieren, die ja trotzdem sehr erfolgreich werden. Und wenn du sowas wie Uncharted oder Last of Us verfilmst, hast du zumindest schon mal diese Fanbase, die du ansprichst. Und wenn du dann halt sowieso, weil es von einer hohen Produktionsfirma produziert wurde und da viel Geld drin steckt und du das mit Trailern und Plakaten und Werbung und so weiter vermarktest, kannst du das ja zusätzlich über diesen Namen hinaus als normalen Blockbuster oder bei einer Serie dann als Blockbuster-Serie dann. Du vergrößerst die Marke enorm dann damit. Ja, bei den 90ern, wir waren da jetzt gerade noch, da kommen wir jetzt langsam zum Ende. Wenn man sich das jetzt nochmal so Revue anschaut, so eine Retrospektive, finde ich, wenn man die Filme alle sieht, die haben alle einen sehr hohen Trash-Faktor. Die sind auch, und es war keiner dieser Filme dabei, wirklich keiner, bis von Mario bis Wing Commander, die gute Kritiken bekommen haben. Nicht mal die relativ erfolgreichen Street Fighter und Mortal Kombat Filme, die, also Mortal Kombat Film, der zweite war natürlich nicht erfolgreich, die sind von den Kritikern zerrissen worden. Mhm. Und da würdet ihr den Kritikern auch nicht widersprechen wollen, oder? Nee. Ich hab mir eine Kritik aufgeschrieben, die zu einem anderen Videospiel ist, das jetzt nicht aus den 90ern ist. Mhm. Aber ich fand die so passend. Und zwar hat tvmedia.at zu dem Film House of the Dead geschrieben, ein Trash-Feuerwerk, was leider ernst gemeint war. Und ich dachte mir, als ich das gelesen habe, ja, das kann man eigentlich irgendwie universal für Videospielverfilmungen bringen. Ja, naja, das stimmt. Es ist in den 90ern aber noch was anderes passiert. Du hattest das gerade einmal schon mal angesprochen, 1997. Pokémon. Ja. Da ist eine Serie rausgekommen. Und Filme. Die auf einem, ja, aber zuerst erstmal die Serie zumindest, die wollte ich jetzt erstmal ansprechen, die, wie ich gesehen habe, über 1000 Folgen hat. Wie krass ist das denn? Ja, ich glaube, in allen Staffeln oder so. Ja, ja. Wahrscheinlich dann halt. Ja, ja, das sind ja kurze Folgen auch immer, ne? Ja, 20 die erste Staffel hat über 80 Folgen, habe ich gesehen. Wie verrückt ist das denn? Das ist ja auch so, dass, glaube ich, mittlerweile zu jeder neuen Pokémon-Generation quasi diese Serie weiter fortgesetzt wird, dass die Serie auch mitgeht mit dieser neuen Generation, dass dieser Hauptdarsteller, ich glaube, Ash heißt Ash, der, ne? Zumindest am Anfang. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Das weiß ich jetzt leider auch nicht, aber ich glaube, der geht dann halt genauso wie in den Videospielen dann halt dann wieder auf die nächste Insel und zieht das da weiter durch. Aber auf jeden Fall, Pikachu ab. Genau, war das eine Serie, die auch, das kannte fast jeder. Und ich glaube, da gibt es sehr viele Leute, die wussten auch nicht mal, dass das auf einem Videospiel basiert. Hm. Das erste Pokémon ist, glaube ich, von 1996, ein Jahr eher erschienen. Und da ist es also sehr zeitnah gekommen. Und es hatte irgendwie diesen Anime-Zeitnerv getroffen, auch von der Generation her, was den Anime-Bereich jetzt auch bei uns in der westlichen Kultur angeht. Da gab es ja auch so eine Phase, es gibt ja eine ganze Generation, ich glaube auch noch diverse Leute, die jetzt nachkommen. Ich glaube, das Anime ist immer noch relativ populär und da hat Pokémon voll gezogen und ich kenne niemanden, der Pokémon, die Serie, nicht kennt. Ich habe das mit meiner Ex-Freundin damals auch öfter mal geguckt. Echt? Das lief, ja. Die fand das irgendwie ganz witzig. Ich habe das Thema und so auf RTL 2 mal gesehen. Ja. Aber auch nur flüchtig. Also wir waren ja auch schon in einem Alter, wo wir, glaube ich, da schon so ein bisschen raus waren. Genau, ja, ja. Ich war in diesen ganzen Sachen, die RTL 2 da immer gezeigt hat, Superstars, Mila Superstar, Pokémon und Yu-Gi-Oh! Tsubasa, das war alles nicht so meins. Am schlimmsten fand ich hier den, oh, da hassen mich die Leute jetzt wahrscheinlich alle, hier diesen Gummipiraten, der immer Gummi sagt, wenn er Leute umhaut. Wer ist der denn normal? Keine Ahnung. Yu-Gi-Oh! Ja, nein, du weißt ja nicht. Ne? Aber das ist tatsächlich der Grund, warum ich das nicht gesehen habe. Ich glaube, zu der Zeit habe ich schon Abi gemacht. Also das nicht so sehr für Pokémon interessiert. Ja, aber trotzdem sieht man ja hier was. Das ist jetzt, wenn ich jetzt mal die Pac-Man-Serie und die Mario Brothers-Serie, die ich schon angesprochen habe, jetzt mal ausklammere, ist hier eine weitreichende populäre Serie in den 90ern erstanden. Auf jeden Fall. Die hat auf jeden Fall einige Videospiele verkauft und einige, wie André vorhin schon sagte, Pokémon-Karten. Definitiv, ja, ey, auf jeden Fall. Pokémon-Karten gehen teilweise für Millionenbeträge über den Tisch. Aber ich meine, du hast es gerade gesagt, das Konzept ist aufgegangen für Spielfiguren, also gerade bei den Masters genau. Und Universe. Das
Warum soll das nicht auch so funktionieren? Also noch besser, dass man Videospiele also, und ein Kartensammelsystem da verkaufen kann. Das Krasse an Pokémon ist tatsächlich halt, dass es so viele Generationen mittlerweile schon anspricht, dass das immer noch so weiterläuft. Ja, also stimmt. Diese Spiele verkaufen sich immer noch wie irre. Das letzte Pokémon-Spiel, das Schwert und Schild auf der Nintendo Switch, ist eins der erfolgreichsten Pokémon-Spiele überhaupt. Das muss man sich mal reinziehen. Mhm. Die verkaufen sich sowieso schon immer 30, 40 Millionen Mal. Also was, und da stellt es auch noch mit, gehört es zumindest mit zu den hohen Verkaufszahlen von den Pokémon-Spielen. Und es gibt halt immer noch, also das Krasse an Pokémon ist ja tatsächlich, das ist, glaube ich, mittlerweile wirklich so ein von den Eltern zum Kind-Ding ist, dass Leute, die mit Pokémon damals groß geworden sind, dass die heute noch Pokémon spielen, das an ihre Kinder auch noch weitergeben, die auch Pokémon spielen, damit infiziert sind. Also das finde ich, also Pokémon ist ein absolutes Novum, was diese Videospielverfilmung angeht und die Langlebigkeit und Verkaufszahlen, das ist schon echt krass. Ja, es zeigt, dass das Spielprinzip sich offenbar nicht abnutzt. Ne? Also das scheint halt ein geniales Prinzip zu sein, das irgendwas anspricht, was wir alle haben. Wobei man ja auch sammeln. Genau. Jäger und Sammler. Ja. Das kann ja auch befriedigend sein. Ich bin ja bei solchen Spielen, wo man manchmal ein bisschen rumlooten muss, Diablo nicht, das ist mir zu viel auf der Maus rumgeklicke, aber es gibt genug Spiele, bei denen man viel sammeln muss, die mich total ansprechen und klar ist das Pokémon. Ich glaube, ich hatte Lost Ark erwähnt, oder? Ja. Irgendwas wollte ich jetzt dazu noch sagen. Ach so, genau, Björn, du hattest ja gerade noch gesagt, wir sind schon so ein bisschen aus dem Alter raus. Ich glaube, es gibt aber genug Leute, die doch auch sogar in unserem Alter sind. Die ja, das meinte ich. Habe ich doch gerade sogar noch gesagt, dass heutzutage wahrscheinlich die Eltern schon das spielen halt und das quasi an ihre Kinder weitergeben, die dann mit Pokémon infiziert werden. Also die Leute, die damals Pokémon gespielt haben, wir waren halt schon raus. Wir wurden damit nicht mehr infiziert, weil wir zu dem Zeitpunkt schon zu alt waren, als Pokémon kam. Aber die Leute, die da in dem richtigen Alter waren, die hat, glaube ich, Pokémon bis heute meist nicht losgelassen. Ja, wobei aber ich glaube, wahnsinnig viele sind noch über Pokémon Go dazugekommen, die dann jetzt auch darüber in dieses Universum reingekommen sind. Das stimmt. Das ist, glaube ich, übrigens das einzige Pokémon-Spiel, das ich je gespielt habe, weil ich einfach neugierig darauf war. Das habe ich tatsächlich nie gespielt. Ich auch nicht. Nee, mich hat es irgendwie interessiert. Ich finde so AR finde ich halt faszinierend. Deswegen habe ich es mal ausprobiert. Mhm. Aber ja, umgehauen hat es mich auch nicht. Zumindest würde ich sagen, dass an allen Verfilmungen in den 90ern Pokémon somit das Relevanteste war. Absolut. 90 mit dieser das Serie. Das glaube ich auch ganz fest. In den 2000ern, wenn wir jetzt mal rüber wechseln, da ist jetzt was passiert, was auch wieder so ein Meilenstein, ich bezeichne es einfach mal als Genre, die Videospielverfilmung. Und da fing es jetzt nämlich an, dass die Produktionen mehr so in diesen High-Budget-Bereich gingen. Und zwar 2001 schon mit Lara Croft Tomb Raider, der ja schon wesentlich mehr gekostet hat. Der hat auch dann wirklich eine Grenze gesprengt, was die Einnahmen anging. Ja. Der hat ungefähr 274 Millionen Dollar weltweit eingenommen. Der war auf jeden Fall auf zig Jahre hinaus die erfolgreichste Videospielverfilmung überhaupt. Ja, 9 Jahre kann ich dir sagen, bis Prince of Persia kam. Echt? Ja. Prince of Persia kann ich dir jetzt schon mal spoilern, 336 Millionen. Ich noch nie gesehen. Krass. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich bin ja gerade vor der Aufnahme hier hochnotpeinlich befragt worden, warum ich denn eigentlich eine DVD von Tomb Raider habe. Also zum einen liegt das natürlich daran, dass man zu der Zeit noch nicht einfach irgendwelche Filme gestreamt hat. Das heißt, da hat man mal am Grabbeltisch irgendwo gekauft oder so. Aber ich stehe auch dazu, damals hat Tomb Raider für mich auch funktioniert als Unterhaltungsfilm. Und ich finde auch, Tomb Raider fängt das Videospiel einigermaßen gut ein. Also der Hauptcharakter, dargestellt von Angelina Jolie, ist halt relativ stark angelehnt an das Original im Videospiel. Ja, das stimmt absolut, ja. So wie ich das in Erinnerung habe, die Szenarien, also zum Beispiel ihr Landgut, auf dem sie lebt, das ist einigermaßen getreu dem Videospiel nachempfunden und auch so vom Plot her, vom Abenteuer her. Das passt halt schon. Also ich finde, dass das ist ist natürlich nicht hundertprozentig jetzt die Story aus dem Videospiel und gibt nicht hundertprozentig das Videospiel wieder, aber die wesentlichen Elemente sind da und wurden zu einem, zumindest funktionablen Hollywood-Film umgemodelt. Ich finde auch, dass Tomb Raider an sich ein gutes Konzept ist, um es als Videospiel, als Film zu verfilmen. Genau, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Weil
Wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie Last of Us nimmst oder sowas wie Mass Effect, das basiert sehr auf der Story, in der sich das Ganze befindet. Mhm. Bei sowas wie Tomb Raider, da kannst du, wenn du Bock hast, ein bisschen mehr kreative Freiheit nehmen. Du hast die Abenteurerin Lara Croft, klar hat die eine Lore, die du dann irgendwie da einbauen musst. Du kannst aber, und das ist auch, glaube ich, das, was die für die Filme gemacht haben, kannst du dir eine ganz eigene Story ausdenken, die mit irgendwelchen mystischen Artefakten zu tun hat, ohne dass du dich zu sehr an das Spiel, an die Spielvorlage halten muss. Hat man ja quasi bei den alten Tomb Raider-Spielen ja auch fünfmal so gemacht. Ne? Also ich meine, das ist ja vom Spielprinzip immer dasselbe gewesen. Es ist immer Lara Croft, aber es ist ja immer eigentlich quasi eine wahllose Story, genau, um die Person Lara Croft halten. Das kannst du ja immer machen. Die erfährt von dem Artefakt und reist genau, den. Deswegen und hat man hier eine Spielvorlage an genommen, die du als Konzept richtig gut verfilmen kannst, finde ich. Ja, der hat eine wesentliche Fehlentscheidung eigentlich getroffen. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr viel besser funktioniert hätte, wenn man einen männlichen Hauptdarsteller genommen hätte und dem einen Hut aufgesetzt hätte und eine Peitsche in die Hand gegeben. Das wäre gut gewesen dann, glaube ich. 2005 hat sich gemeldet. Das ist so 80s. André, 2005 meldet sich gerade, behauptet das Gegenteil. Auf jeden Fall sehen wir aber auch, dass wir so vom Cast her, Björn hat es ja auch gerade noch gesagt, im Cast hatten wir in den 90ern oftmals so die Schauspieler, die wahrscheinlich am meisten gekostet haben. Das waren dann aber mit so Leuten wie Christopher Lambert oder Jean-Claude Van Damme immer noch so Leute, die so ein bisschen in diesem Trash-Sektor unterwegs waren. Also Van Damme würde ich in den 90ern nicht in diesen Trash-Sektor zählen. Halt. Der hat schon echt Actionfilme gemacht, die sehr viel eingespielt haben, sehr bekannt waren. Dieses Trash-Image kam durch diese Filme natürlich dann, aber zu dem Zeitpunkt, als der Street Fighter gedreht hat, war Van Damme richtig heißes Eisen. Der ist, vielleicht ist der dann, ragt er so ein bisschen da raus, aber wenn du jetzt so Christopher Lambert nimmst und Bob Hoskins. Den habe ich auch nicht erwähnt, den hat er erwähnt. Bob Hoskins zum Beispiel ist auch ein Schauspieler, der wahrscheinlich keine Leute, die normalerweise Filme, die mit ihm ins Kino kommen, jetzt Ich glaube trotzdem, dass ein Bob Hoskins ziemlich teuer war. Das glaube ich auch. Ich glaube aber nicht, dass er der Richtige ist, eigentlich für so ein Genre, um zu sagen, ah, ich brauche einen hippen Typen, der gerade in ist, um so ein Spiel zu vermarkten. Und das hat man jetzt nämlich in den 2000ern gemacht. Du hast Angelina Jolie genommen. Jetzt fing es natürlich an mit Resident Evil. War die vorher schon bekannt? Ist die nicht erst durch die Rolle bekannt geworden? Nein. War vorher schon bekannt. Ja. Okay. Dann hattest du mit Resident Evil Mila Jovovich, die natürlich durch das fünfte Element total heiß war. Dann haben wir einen Film, der auch in einem Besitz von einem der Menschen hier am Tisch ist, wo Dwayne The Rock Johnson mitgespielt hat, der auch gerade dabei war, sich als richtig heißes Eisen von Hollywood zu befassen. Also gerade in Hollywood so richtig angekommen. Ich würde sagen, Carl Urban noch nicht, aber Dwayne Johnson ist auf jeden Fall eine richtige Marke zu dem Zeitpunkt schon gewesen. Ja, auf jeden Fall. Dann hattest du später mit Max Payne, mit Mila Kunis und Mark Wahlberg auch Schauspieler, die gerade richtig in waren. Hey, du hast Far Cry mit Till Schweiger vergessen. Ja, die Boll-Filme klammern wir noch aus, oder? Nee, die Parallelwelt, die in den 2000ern entstanden ist, die würde ich dann auch gleich nochmal ansprechen. Okay. Ich wollte jetzt nur erstmal sagen, wie Hollywood einfach nochmal in andere Riegen gegangen ist, was die Videospielverfilmung angeht. Oder auch mit Prince of Persia ist noch in den 2010ern gerade, naja gut, ist 2010, ne, ist gerade raus irgendwie aus den 2000ern, aber mit Jake Gyllenhaal und Ben Kingsley, da hast du einfach einen riesen Umbruch. Ey, weil wisst ihr, was krass ist jetzt ganz kurz einmal? Ja. Ich hätte schwören können, dass die Hauptrolle von Prince of Persia Colin Farrell ist. Echt? Nee. Aber jetzt in dem Moment, Alexander, wo du es gesagt hast, da dachte ich mir so, wow, stimmt, es ist Jake Gyllenhaal, der einfach nur irgendwie aussieht wie Colin Farrell. Okay. Und die Filme haben halt teilweise auch ein bisschen mehr eingespielt. Tomb Raider 274 Millionen, Resident Evil 102 Millionen. Klar, nicht so erfolgreich wie Mortal Kombat in den 90ern. Silent Hill hat knapp 100 Millionen eingenommen. Prince of Persia 336 Millionen. Doom war natürlich Box Office Bomb auch mit 56 Millionen. Aber da sieht man, dass das Ganze so budgetmäßig und in der Denke so in eine andere Richtung gegangen ist, als es noch in den 90ern war. Also zumindest stelle ich diese Behauptung auf. Ja, das stimmt, absolut. Das stimmt wirklich. Also vom Budget her ist man definitiv weit drüber gegangen. Ich habe tatsächlich von diesen ganzen Filmen, die du jetzt genannt hast, bis auf diesen ersten Tomb Raider und erst vor ein oder zwei Jahren den ersten Resident Evil, all diese Filme nie gesehen. Doch, Silent Hill haben wir mit Julia und Den Anna. Hast du doch gerade gar nicht erwähnt. Doch, ich habe gesagt, dass der knapp 100 Millionen Ja, Silent Hill habe ich auch gesehen, tatsächlich. Aber ich habe zum Beispiel nie Doom gesehen. Ich hatte damals Resident Evil für 15 Jahre lang die ersten 20 Minuten gesehen. Das hat mir gereicht. Dann auch, was es sonst noch so in diesen Zeiten alles gab, halt, also
Und das ist halt ganz erstaunlich. Hitman, also, Far Cry, alles nie gesehen. Max Payne nie gesehen. Ich habe Resident Evil zum Beispiel über die Filme kennengelernt. Ich habe halt nie die Spiele gespielt, also irgendwann hinterher mal irgendwelche Teile, die ich nicht besonders gut fand. Das ist unfassbar. Hast du denn echt Resident Evil noch gespielt, nachdem du den Film gesehen hast? Ja. Also ich finde die Filme super. Ich mag die wirklich. Ja, ich weiß. Das endlich mal kontroverse Themen hier am Tisch. Ich verstehe gar nicht, warum man nach den ersten 20 Minuten ausmachen kann, weil man sieht in den ersten 20 Minuten schon Mila Jovovich im roten Abendkleid mit Springerstiefeln. Das ist doch super. Ich finde Mila Jovovich erstens nicht ganz so krass ansprechend wie andere hier am Tisch. Und deshalb ist sie für mich kein Grund, so einen Film zu sehen. Und ich finde ohne Scherz, dass Resident Evil damals, das war ja auch noch zu Zeiten, hat man alles geguckt, was man so als Disc gebrannt von irgendjemandem bekommen hat. Und Resident Evil war einer dieser Filme. Und ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass ich nach meiner Ausbildung damals einen ganz schwierigen Job hatte, wo ich immer sehr weit fahren musste und dann immer sehr, sehr müde zu Hause war. Und dann habe ich mir oft immer so die Filme noch irgendwie reingeknallt in DVD-Player, um dann irgendwie noch was zu gucken halt. Und bei Resident Evil, da habe ich wirklich, der Film, der hat mich so fertig gemacht, nach 20 Minuten dachte ich mir so, boah, ich mach die Kacke aus, ehrlich. Ich fand das so schlimm. Also, das Problem jetzt bei Resident Evil ist jetzt tatsächlich, ich habe Resident Evil 1 und 2 geliebt früher. Und dieser Film hat rein gar nichts, wirklich überhaupt nichts mit den Resident Evil Spielen zu tun. Nee. Überhaupt nichts. Außer, dass es ein Haus gibt und Zombies. Genau. Das ist alles. Und die Stadt heißt Raccoon City. Umbrella Corporation. Man macht bei Resident Evil auch einen Fehler, den man bei dem neuen Mortal Kombat zum Beispiel auch wieder gemacht hat. Du hast einen etablierten Cast und du möchtest die eigentlich auch in den Hauptrollen sehen. Du erwartest das auch, wenn du eine Videospielverfilmung siehst. Jetzt bringst du aber einen Charakter rein, den es in Spielen überhaupt nicht gibt mit der Alice. Das macht man jetzt bei dem neuen Mortal Kombat auch mit, ich habe jetzt den Namen von der Figur vergessen, aber keiner wollte den. Der ist auch nicht interessant. Und Alice, naja, ich weiß, ich finde die jetzt auch nicht so spannend. Dazu hat der Film Michelle Rodriguez, die Michelle Rodriguez spielt. Wie in jedem anderen Film mit Michelle Rodriguez. Und ich finde auch Resident Evil, ich habe den damals halt gesehen und wann haben wir den zusammen nochmal geguckt? Vor zwei Jahren oder sowas. Als Corona recht frisch ausgebrochen ist, da haben wir irgendwann mal Bock drauf gekriegt, komm, wir gucken mal Resident Evil. Ich muss sagen, der Film, der hat mir echt Schmerzen bereitet. Mir auch. Ich finde auch, dass er genauso ist. Ich muss mir aktuell nochmal anschauen, aber ich habe halt, ähnlich wie du, schlechte Erinnerungen an den Film hast, also ich habe gute Erinnerungen. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich es zum ersten Mal aber gesehen habe zu der Zeit, aber ich habe den mir zumindest ausgeliehen, als ich meine Examensarbeit geschrieben habe. Und das sah halt wirklich so aus, dass ich den ganzen Tag über 4 Wochen lang nur in der Bibliothek gesessen habe, von morgens bis abends. Krass, wir waren Bücher ungefähr gleich habe. Fertig, als wir das gesehen haben. Und dann habe ich mir halt aus der Videothek, damals gab es sowas noch, den Film ausgeliehen und habe mir den abends reingezogen. Und das war so für mich so ein bisschen heile Welt einfach dann. Das war so, ich kann mich in solche Filme so richtig reinsaugen lassen und dann bin ich halt einfach weg und das habe ich super abgelenkt von dem ganzen Stress, den ich hatte. Mhm. Und ich mag die Filme einfach. Also ich mochte die, ich glaube, den vierten, den habe ich noch im Kino gesehen, fand ich ja nicht mehr so wahnsinnig toll. Ich würde sie mir jetzt alle nochmal reinziehen. Ich habe tatsächlich nach diesem ersten Film keinen weiteren Teil davon gesehen. Ich habe wirklich keinen einzigen Resident Evil Film gesehen. Die sind, glaube ich, auch alle immer vom selben Regisseur. Ne? Ja, von also dem sind alle Paul von diesem P.S. W.S. Anderson. Ja, genau. Ja, ja. P.S. Anderson. Und der ja auch mit Mila Jovovich verheiratet ist und jetzt einen Monster Hunter-Film mit ihr gedreht hat, auch auf einem Videospiel basierend. Und der ist, glaube ich, echt der amerikanische Uwe Boll, der Typ. Genau. Also, dass der auch immer diese Videospielverfilmung macht. Und ich weiß nicht, also bei diesem Film hatte ich damals auch absolut das Gefühl, Resident Evil zum Beispiel ist ja auch ein sehr cineastisches Spiel schon für die damalige Zeit, 1996, als es rauskam. Und die Synchronisation von Resident Evil vom ersten Teil ist jetzt nicht die beste. Das Skript ist auch manchmal ein bisschen dumm. Natürlich, klar, es ist japanisch, es ist over the top. Ja. Aber dieser Film fängt überhaupt nicht den Geist des Spiels ein. Mhm. Wirklich gar nicht. Wirklich. Gut, wirklich. Aber das hat mich ja überhaupt nicht gestört, ne, weil ich die Spiele einfach nicht kannte. Das Ding, finde ich, bei dieser Sache ist halt, das Spiel ist ein Survival-Horror-Spiel. Und so fühlst du dich auch dabei halt. Also es ist gruselig, alleine dadurch, wie die Steuerung damals war, hat das schon Horror ausgelöst, weil du nur so schwerfällig steuern konntest und alles drum dran. Und der Film ist halt ein reiner Billo-Action-Film. Das Krasse ist, ich habe gerade ein total starkes Déjà-vu und ich bin mir sicher, die zwei Stammzuhörer haben das auch, weil ich glaube, dass wir genau die gleiche Diskussion geführt haben in beim Videospiel der 90er. Das kann gut sein. Im besten Spiel der 90er, weil da haben wir nämlich auch über Resident Evil gesprochen
Und ich habe gesagt, dass ich die Filme gut finde. Und dann hast du mir genau in den gleichen Worten, glaube ich, dargestellt, warum Resident Evil so ein geiles Spiel ist und die Filme einfach scheiße sind. Interessant ist jetzt dabei aber natürlich, dass Resident Evil vielleicht sogar so eine Art Wechselwirkung erzeugt hat. Ne? Also es ist, du sagst gerade, das ist das Survival-Horror-Spiel gewesen, was in einem Film überhaupt nicht angefangen wird. Und wenn du dir dann die Reihe mal zumindest kurzzeitig anschaust, Resident Evil 5 und 6. Ja, hör auf. Die sind ja wirklich komplett Action-lastig. Die Filme haben die Spiele versaut. Ja. Ja, ist tatsächlich es ist so. Dann, ja, inzwischen ist wir haben wieder ein bisschen zurückgegangen. Resident Evil 7 hatte dann ja wieder ein sehr langsames Pacing im Vergleich zu den Teilen vorher. Aber du hattest zumindest zwei Blockbuster-Titel, die komplett auf Action ausgelegt also waren. Man kann ja auf jeden Fall erwähnen, dass du bist ja nicht alleine mit deiner Meinung über diese Resident Evil-Filme. Die sind ja tatsächlich von Film zu Film erstmal immer erfolgreicher geworden, tatsächlich. Mhm. Also hat es ja auch Leute wirklich angesprochen. Ja. Auch der erste Teil bei IMDb 6,6. Also ist auch nicht so wild. Nicht so schlecht. Ja, der Tomatometer ist aber auch, glaube ich, sehr schlecht von dem Film. 36%. Ja, hart. Ja, das halte ich für wesentlich realistischer als in IMDb. Ja. Wenn wir das mal für so ein Wochenende vornehmen. Wenn wir jetzt schon in den 2000ern sind, ich finde, man kann nicht über Videospielverfilmung sprechen, ohne über Uwe Boll zu sprechen. Ja. Der ja in den 2000ern dann wirklich den Bodensatz an Filmen. Darf ich vorweg sagen, dass ich tatsächlich nur einen einzigen Uwe Boll-Film gesehen habe? Boah, ich beneide dich. Ey, Postal haben wir angefangen zusammen. Ja, den haben wir angefangen, den habe ich aber nicht gesehen dann. Ich habe nur einen einzigen Uwe Boll-Film gesehen und der gilt tatsächlich, und das ist auch erst in der Recherche jetzt für mich rausgekommen, weil für mich war es das sowieso, aber es ist tatsächlich so, er gilt wirklich auch als der schlechteste, als die schlechteste Videospielverfilmung aller Zeiten. Der ist auch wirklich sehr, sehr schlecht. Auch der fängt das Source Material gar nicht ein. Also ich weiß schon, welchen Film du meinst. Alone in the Dark. Ganz genau, ja. Das ist auch, glaube ich, war es ein zweiter, ne? Nach House of the Dead? Ja. House of the Dead habe ich tatsächlich, ich habe fast alle Uwe Boll-Filme gesehen. House of the Dead ist mir erspart geblieben. Ich wollte ihn mir auch jetzt vorher nicht anschauen. Und die Zeit wollte ich mir einfach sparen. Ey, bei Alone in the Dark ist das Ding, ich habe diesen Film, ich kann das voll verstehen, die Zeit hätte ich mir auch erspart. Aber bei Alone in the Dark ist das Ding, ich bin Anfang des Jahrtausends sehr häufig immer in die Sneak Preview gegangen. Mhm. Ich fand das immer irgendwie total interessant. Ich habe da auch echt gute Filme auch gesehen. Aber einmal war es Alone in the Dark. Und das Witzige an der Sache ist, es steht hier für alle, die YouTube-Version sehen, im Set auch Alone in the Dark, der vierte Teil damals von der PlayStation, steht hier im Set. Und der Film soll sowas sein, ein bisschen eine Fortsetzung von diesem Spiel. Mhm. Es muss auch so sein, weil es hat sonst mit der reinen Rahmenhandlung von Alone in the Dark wirklich überhaupt nichts zu tun. Und ich erinnere mich an eine Szene, die ich so schlimm fand für diesen Film auch. Und die ist wirklich ein Paradebeispiel, wie kacke dieser Film ist. Und zwar geht es in dem Film darum, dass halt die Hauptfigur, gespielt von Christian Slater. In seiner Prime. Ja, genau, 2005 und in seiner Tara Prime. Reed in ihrer Prime. Die war wahrscheinlich wirklich noch in ihrer Prime, ey. Aber er ist ja auf der Suche nach so einem Indianerkult irgendwie, die das Tor zu einer anderen Dimension irgendwann mal geöffnet haben und wieder geschlossen haben. Und er findet so ein Artefakt von diesem Indianerkult. Und das ist jetzt kein Scherz, das ist fast am Ende des Films jetzt, ich spoiler das jetzt, auch Schutz für euch alle. Spult 40 Sekunden vor, wenn ihr es nicht hören wollt. Auf alle Fälle finden die ein Tor von diesen Indianern und da drin sind so Zeichnungen halt und Einkerbungen halt und die stehen da alle vor und fragen sich, was das sein soll. Und Christian Slater sagt zu Tara Reid, gib mir das Artefakt. Und sie guckt ihn an und holt es aus der Jacke raus und sagt, was hast du vor? Und er nimmt das Artefakt und steckt es halt an die Tür dran. Es passt halt genau in diese Kerbe rein. Steckt es da rein. Und Tara Reid sagt, es ist ein Schlüssel. Das könnte unser Ausweg sein. Und Christian Slater sagt, auf der anderen Seite könnten die Antworten sein, die ich mein Leben lang suchte. Und sie sagt, manche Türen sollten besser nicht geöffnet werden. Und er öffnet sie dann nicht. Das überzeugt ihn. Oh. Schlagende Argumentation auch. Das überzeugt ihn, die Tür nicht zu öffnen. Ich finde einfach geil, dass dieser Film darauf basiert, das zu machen quasi. Ja. Und dann stehen die davor und dann steckt es da rein und dann sagst du, ja, manche Türen sollten besser nicht geöffnet werden.
Was ich auch geil finde, weil Spannungsbogen zum Ende. Wenn sie vorher noch sagt, das könnte unser Ausweg sein, und dann sagt sie aber auch, ja, aber Film ist echt ultra mies. Ich habe mich hier gerade für mich selbst die ganze Zeit so beömmelt, weil ich zwischendurch die Wikipedia-Seite aufgerufen habe, eigentlich nur um die Filmografie von Uwe Boll zu machen, aber ich bin darüber gestolpert, dass es offenbar eine Stop-Boll-Petition gegeben hat. Ja, ich lese das mal ganz kurz vor, was sehr unterhaltsam ist. Im April 2008 veröffentlichte der Computerspieletester Robert Harvey auf Petition Online eine Petition mit dem Titel Stop Dr. Uwe Boll, die Boll zur Einstellung aller Tätigkeiten im Filmgeschäft auffordert. Er kritisierte Boll dafür, dass er mit seinen Filmen die künftigen Möglichkeiten für alle ruiniert habe, die versuchen würden, Videospiele zum Film zu bringen. Ja, Uwe Boll hat auf jeden Fall dem ganzen Bärendienst erwiesen. Eine Sache möchte ich ihm zugutehalten. Er hat gesagt, ich glaube, der ist Amateurboxer, und der hatte ja irgendwann gesagt, dass er jedem, der ihm eine Sprüche drückt, auch gerne im Ring begegnen kann. Das hältst du ihm zugute? Ja, weil er sagt, es ist dann ein fairer Kampf gewesen. Ich finde, die sind dann ja teilweise auch im Ring gegangen, und ich hab mal so einen Kampf gesehen, gab es bei YouTube. Und er hat die natürlich total weggenockt dann. Ja, und, voll super Typ. Und dann ist er aber direkt auch hin und guckt, ob die in Ordnung sind. Ich finde das irgendwie, finde ich das okay, dass er sagt so, okay Leute, wir klären das jetzt im Ring. So, mir reicht das, wenn du Sprüche drückt. Okay. Ich meine, es ändert nichts daran, dass diese Filme absoluter Schrott sind. Und es ist wirklich so, die haben so viel runtergerissen. Meine Mutter wird davon nichts kennen, aber in meinem Bekanntenkreis auch Leute, die nicht so sehr mit Videospielen zu tun haben, die kennen diese Sachen teilweise und denken nur, Alter, was ist das für eine Scheiße? Dieses Blood Rain, Alone in the Dark. Dieser Far Cry-Film ist auch von ihm mit Til Schweiger. Genau, ne? Far Cry ist auch von ihm. Dieser Film, der ist so scheiße und auch noch langweilig dabei, dass man den sich nicht mal angucken kann, weil man Bock auf einen Kackfilm hat. Und ich finde es einfach krass, dass bei diesem Dungeon Siege-Film In the Name of the King Jason Statham und Ray Liotta mitspielen. Das schockiert mich ein bisschen. Ich habe die alle nicht gesehen. Wirklich den habe ich mir vor ein paar Jahren tatsächlich auch angeguckt. Das ist auch so ein Ding. Halt, weil ich habe da echt die wenigsten von gesehen. Und der ist furchtbar. Also was Uwe Boll da fabriziert hat an Machwerken, filmisch und narrativ, das ist einfach grauenhaft. Aber es ist tatsächlich echt so, dass mich zu dem Zeitpunkt schon Videospielverfilmungen so abgeschreckt haben, dass ich mir solche Filme nicht angeguckt habe. Die sind ja alle ins Kino gekommen. Die sind ja wirklich alle ins Kino gekommen, waren teilweise sehr erfolgreich, und ich habe die alle nicht gesehen. Ich habe die wirklich alle nicht gesehen. War nicht so erfolgreich? Ja, teilweise. Der In the Name of the King vielleicht ein bisschen. Ich habe die, da habe ich jetzt gerade das Boxoffice nicht. Ich meine jetzt nicht Uwe Boll alleine, sondern Videospielverfilmung allgemein halt. Also die haben mich dann schon so abgeschreckt, dass ich das alles nicht mehr mitgekriegt habe. Ich glaube, die Uwe Boll-Filme waren alle nicht so erfolgreich. Nee, Wenn ich mir das hier angucke, hat Alone in the Dark hat 10 Millionen eingespielt. But ey, jetzt mal ganz kurz mal. Alone in the Dark hat bei Rotten Tomatoes einen Score von 1%. Das ist voll geil. Wahrscheinlich gab es auch nur einen einzigen Kritiker, der den gut fand. Da würde ich die Kritik tatsächlich ganz gerne mal lesen. Also das ist wirklich krass. Also wenn man sich den Track Record von dem anguckt, House of the Dead hat 3%, Blood Rain 4%, Postal immerhin 9%. Wow. Ja, Far Cry hat gar keine Bewertung. Far Cry hat noch nicht mal eine Million eingespielt. Das ist hart, ne? Dafür, dass der selbsternannte Filme-Messias Til Schweiger da die Hauptrolle spielt. Auch dafür, wenn man sich reinzieht, was Far Cry heutzutage für ein großes Franchise ist. Ja, Far Cry ist ja eine riesige IP, die auch gefühlt irgendwie jedes Jahr dasselbe macht, aber sich trotzdem millionenfach verkauft. Aber das ist schon hart, ne? Wenn man sich jetzt, das sind jetzt so die 2010er, es gab noch so ein bisschen vergessen Fighting Games, die es den großen Brüdern Mortal Kombat und Street Fighter gleich tun wollten, und zwar Tekken und Dead or Alive. Und die beiden Filme, den habe ich nicht gesehen. Die haben beide jeweils weniger als 10 Millionen eingespielt. Ich glaube, der Dead or Alive hat irgendwie nur 1 Million oder so eingespielt. Es ist aber auch krass, jetzt mal wirklich einen Film noch da zu machen, wo schon das Spiel nur darauf basiert, dass es eine Physik gibt, in der die Brüste von Frauen wackeln. Ja. Und darauf jetzt noch einen Film auch noch zu machen, halt, der nicht pornografisch ist, finde ich schon echt herbe. Da muss man aber sagen, sowas überhaupt existiert. Ich habe den Film gesehen, und dafür fanden sie es natürlich gut. Tekken habe ich auch gesehen. Ich habe die Kampffilme alle gesehen. Und der ist auch richtig schlecht. Ja, klar. Und wenn wir uns jetzt die 2010er angucken, wir haben die ersten Filme, die hochproduziert wurden, die ersten wirklichen Stars mit Dwayne Johnson zum Beispiel oder Angelina Jolie, die mitgespielt haben. Mhm. Die Filme haben trotzdem alle
einen schlechten Kritiker-Score. Ja, alle. Absolut. Da ist kein einziger Film bei. Selbst Silent Hill, den ich damals im Kino sogar noch irgendwie ganz gut fand, als ich den jetzt vor 2 Jahren nochmal gesehen habe, dachte ich, oh, der ist nicht so gut, wie ich den in Erinnerung habe, weil der ein sehr schlechtes Skript hat. Der ist aber trotzdem schon wesentlich besser als das meiste, über das wir jetzt geredet haben. Aber auch der, als wenn du dir deinen Score anguckst, ist der wirklich schlecht bewertet. Wir haben den ja vor kurzem erst zusammen gesehen nochmal halt. Und ja, ich fand den da auch nicht so gut. Und ich hatte den auch. Das ist zum Beispiel auch eine Videospielverfilmung, die ich auch wesentlich besser in Erinnerung hatte, als sie tatsächlich ist. Absolut. Und da frage ich mich so, jetzt hat man dann diese Kurve gekriegt in den 2000ern. Wir haben jetzt mal höhere Produktionswerte. Aber warum gibt es keinen einzigen Film, wo man ein gutes Skript hat, wo man sagt, boah, der Film taugt irgendwie was. Obwohl wir hatten jetzt ja sogar erfolgreiche Filme dabei. Mhm. Gut, Mortal Kombat war auch schon erfolgreich in den 90ern, aber den klammere ich jetzt trotzdem aus. Und wie kann das passieren, dass es nicht einmal einen guten Drehbuchautoren gab, der dann ein richtig tolles Drehbuch hingezaubert hat? Ich meine, André fand Resident Evil gut, deswegen alles. Aber wenn wir uns jetzt erstmal an so die allgemeine Kritikermeinung halten, weil ich muss sagen, dass das sehr widerspiegelt, was ich über alle diese Filme, zumindest die ich gesehen habe, ein paar waren jetzt dabei, alle kannst du ja nicht gucken. Ich habe Prince of Persia nicht gesehen, ansonsten kenne ich die wirklich, auf den Hitman habe ich auch nicht gesehen, sonst kenne ich die alle. Wie kann das passieren? Aber ist das vielleicht eine ganz profane Erklärung, die dahinter steht? Ist das für so einen normalen Drehbuchautoren schwierig, ein Videospiel zu adaptieren, der es gewohnt ist, eine Buchvorlage zu haben? Vielleicht, ja. Oder der es gewohnt ist, selber halt ein Drehbuch nach seinen eigenen Vorstellungen zu schreiben? Kriegen die vielleicht einfach nur gewisse Eckpunkte gesetzt, wenn die beauftragt werden, ein Videospiel als Drehbuch umzusetzen? Gibt es vielleicht zu wenige Leute, die da Übung haben, und gibt es noch nicht so richtig den goldenen Kniff, wie man das hinkriegt? Vielleicht haben sie auch einfach wirklich die Spiele nie wirklich gespielt. Ja, das geht so in die Richtung. Die deshalb nicht so drin sein können. Verstehen das Thema nicht. Ganz genau. Es war einfach Inkompetenz. Weil ich weiß jetzt nicht, also das mit den Eckpunkten, was du gerade sagst, das könnte ich mir sogar wirklich vorstellen, dass die Produktionsstudios sagen, nee, wir wollen das aufhören, das wollen wir. Mhm. Dass sie das so weit verhunzen, dass ein Autor einfach keine Chance hat, was qualitativ Hochwertiges aufs Papier oder auf die Leinwand zu bringen. Das kann ich mir wirklich vorstellen. Bleibt jetzt Spekulation aus unserer Reihe. Ansonsten habe ich irgendwie das Gefühl, dass da doch sehr viel Inkompetenz drinsteckt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass, klar, es ist vielleicht was anderes, aus dem Medium Videospiel einen Film zu machen, als aus dem Medium Roman. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Unterschied so gewaltig ist, dass wenn du einen fähigen Autoren hast, dass der sagt, oh Gott, ich kann mit dem Material nichts anfangen, das ist ja kein Buch. Aber das fängt ja schon da an, dass die das sich nicht selbst erschließen können vielleicht. Also du hast ja, es gibt ja eigentlich keine Stelle, wo du die Geschichte eines Videospiels niedergeschrieben hast. Genau, so wie du sie genau. brauchst. Der kann das nicht lesen vorher. Genau, und er müsste das selber spielen, damit er die Geschichte versteht. Genau. Ja gut, dann muss er das halt auch machen. Und auch das Gefühl für dieses Spiel versteht. Und wenn du das nicht kannst und das Spiel auch nicht spielen kannst, dann kannst du daraus auch nicht ein vernünftiges Essay schreiben. Das ist halt schwierig dann auch. Finde ich tatsächlich auch. Also wenn mich ein Medium selbst nicht interessiert, und ich glaube, dass die wenigsten Drehbuchautoren oder sowas irgendwie voll die Hardcore-Zocker sind, aber dann ist es halt auch schwierig. Dann würde ich das trotzdem in Frage stellen, weil dann machen die halt irgendwie was Eigenes, weil die viele Elemente nicht kennen. Aber trotzdem muss doch irgendwie eine als Grundbasis eine sinnvolle Geschichte rauskommen. Ja, und nicht nur irgendwelche langweiligen, oberflächlichen Charaktere. Wenn du diesen Max Payne-Scheiß anguckst, der jetzt auch zum Beispiel nichts mit der Spielvorlage wirklich zu tun hat und die Figur überhaupt nicht einfangen kann. Aber du musst doch wissen, okay, das ist so ein bisschen Film-Noir-mäßig. Ich habe einen gebrochenen Charakter. Ich kenne das Spiel jetzt irgendwie nicht. Und vielleicht treffe ich den Plot überhaupt nicht, weil ich das selber nicht spiele als Autor. Aber trotzdem kommt Rotze bei raus. Da muss doch trotzdem irgendwie, wenn ich einen fähigen Autoren habe, ein bisschen Qualität drin stecken, auch wenn er das Source-Material nicht kennt. Auch wenn es vielleicht nur als Film für sich funktioniert, ohne dass man das Spiel als Vorlage sieht. Aber ich finde, selbst da versagen die Filme. Ja, ich weiß auch nicht genau jetzt, woran es liegt, aber es scheint ja tatsächlich auch so zu sein, dass solche Drehbuchautoren ja auch wirklich nur so Rahmenhandlung kriegen, weil Max Payne zum Beispiel habe ich nie gesehen. Ich habe Max Payne 1 bis 3 auch nie gespielt. Aber was du jetzt zum Beispiel sagst, das ist so ein bisschen noir, gebrochener Charakter. Was ich noch von Max Payne im Kopf habe, ist dunkel und es regnet. Ich glaube, in den Trailern habe ich alles dazu gesehen, zu Max Payne. Ja, wirklich halt. Und das ist doch das, was die als Rahmen kriegen. Abgehakt, abgehakt, abgehakt. Und dann
wird daraus dann halt der restliche Film gemacht. Ich glaube halt tatsächlich, dass in solchen Sachen halt auch wirklich am Drehbuch eher gespart wird. Weil die, es die sieht Filmemacher, offensichtlich so aus, ja. Die Filmemacher da recht günstig dann noch irgendwie was rausziehen wollen und selbst der Meinung sind, dass da wahrscheinlich gar nicht so viel drinsteckt. Mhm. Liegt vielleicht auch daran, weil gerade für Filmemacher vielleicht das Videospiel nicht so gerade das literarische Werk ist, an dem die gerne arbeiten möchten. Ja, gut. Ja, vielleicht schreckt das die guten Drehbuchautoren genau. wirklich ab, dass genau. sie einfach gar keinen Bock drauf haben. Ja, aber dann haben wir es ja wieder. Okay, dann haben wir da halt keine guten Autoren. Aber ich meine, das ist jetzt hochspekulativ von uns. Eben. Natürlich. Genau. Keine Ahnung. Aber dafür sitzen wir ja hier. Dafür stehen wir mit unserem guten Namen. Spekulation. Auf jeden Fall haben wir ab den 2010ern schon wieder einen Wandel, weil jetzt kommen die richtig dicken Einnahmen. Jetzt kommen die wirklich erfolgreichen Spiele. Vielleicht auch die ersten guten. Ja, vielleicht auch die ersten guten. Wenn es jetzt wirklich nur um Live-Action geht, sind 9 der 10 erfolgreichsten, also rein am Box-Office, 9 der 10 erfolgreichsten Filme ab 2010 entstanden. Mhm. Der erfolgreichste war tatsächlich Warcraft. Mhm. Mit 439 Millionen. Der hat so viel hat kein anderes Videospiel eingenommen, Videospielverfilmung. Detective Pikachu war sehr erfolgreich. Ich wage, dass Warcraft 2 auch nicht so viel einspielen würde. Wahrscheinlich wage nicht. Ich zu behaupten. Ja, Rampage, Uncharted, jetzt vor kurzem Prince of Persia, Sonic, die späteren Resident Evil Filme und Man muss jetzt mal ganz kurz einmal zu Sonic gerade und vielleicht auch zu Detective Pikachu sagen, dass da auch dann Corona ausgebrochen ist, ne, als sie ins Kino gekommen sind. Ich glaube, dass beide Filme wesentlich erfolgreicher gewesen wären. Das könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Bei Warcraft meine ich, dass da auch noch mal eine neue Ära eigentlich beschritten wurde. Also Warcraft ist, soweit ich das überblicke, das erste MMORPG, das dann verfilmt wurde. Das kann gut sein, ja. Wenn man es so sieht, Warcraft hat seine Basis ja eigentlich noch woanders, bei Warcraft 1 bis 3. Ja, aber das kennt heute keiner mehr. Ist auch der Film basiert nicht auf diesen Teilen, sondern es geht um World of Warcraft. Auf jeden Fall, klar. Das ist, also ich meine, ich bin damit groß geworden. Ich habe die geliebt, die Teile. Ich habe ganz bewusst damals World of Warcraft einfach nicht angefangen, weil ich dachte, wenn ich das anfange, kann ich nie mehr aufhören. Aber egal, also da kommt halt da explodieren dann ja plötzlich die Spielerzahlen. Ne? Mhm. Auch die Fanbase wird sehr viel größer auf einmal. Das wird ein Massenphänomen. Mhm. Und das führt natürlich auch dazu, dass diese Filme dann, oder dass es eigentlich als das Videospiel an sich attraktiver wird für einen Filmemacher, weil man weiß, man hat eine gewisse Base, von der man glauben kann, dass die erstmal ins Kino rennt. Aber im Falle von Warcraft ist wahrscheinlich noch nicht mal ein Drittel der Base ins Kino gerannt, wenn ich mir das so angucke. Ja. Also ja, weil die alle gerade in der Quest oder in einem Raid waren, die hatten keine Zeit, ins Kino zu gehen. Das ist noch ohne Corona. Und wenn man sich reinzieht, was für ein Potenzial eigentlich Warcraft haben sollte, sind 439 Millionen sogar recht wenig, finde ich. Aber das ist dann wieder der Punkt, den du als Filmemacher nicht verstehst, dass die Leute lieber zu Hause weiter World of Warcraft zocken, statt ins Kino zu rennen, um dein Machwerk zu gucken. Hätten die mal Warcraft 3 verfilmt. Ich hab tatsächlich den Warcraft Film gesehen, ich kann den null sagen, worum es ging und fand den sterbenslangweilig und blöd. Ich finde auch nicht mehr richtig erinnern. Ich gebe meinen Lieblingsvergleich ein für diesen Film, der ist so charmant wie ein lauwarmer Schluck Wasser. Ja, das Problem an diesem Warcraft-Film ist auch, ich habe nie World of Warcraft gespielt. Ich habe auch mal Warcraft-Strategiespiel gespielt, als ich ein Kind war. Mhm. Also das kann ich mich aber auch nicht mehr dran erinnern. Dieser Film setzt absolut voraus, dass du dich mit der Lore komplett auskennst. Ich habe da nichts verstanden, wirklich. Ich habe diesen Film mit meiner Freundin damals gesehen. Wir haben da gesessen und dachten so, Alter, was passiert hier? Ernsthaft jetzt? Also ich habe da nichts geschnallt. Das ging mir ähnlich, ja. Ja, stimmt. Ja. Und vielleicht das als kleinen Einschub. Ich erlebe das ja gerade dadurch, dass ich das erste Mal so ein MMORPG richtig halt irgendwie konsequent, stringent durchspiele, halt Lost Ark. Heißt das Lost Ark? Wie viel Lore sich da entwickelt. Ne? Also das ist mir jetzt erstmal bewusst geworden, wie viel feststehende Lore es auch dann im Universum von World of Warcraft gibt. Wie viele Begriffe, wie viele Städte, wie viele Ereignisse, die jeder kennt, die du in den Raum wirst, weil jeder da durch muss und dass jeder das gemacht hat. Ja, klar. Das ist schon krass. Plus leider hat man mit dem Film halt echt quasi auch versucht, nur die Fans anzusprechen. Also jemand, der kein Fan von Warcraft ist, den holst du mit diesem Film einfach nicht ab. Nee. Echt nicht.
Und ja, ich bei World of Warcraft, da bin ich ja auch raus. Ich habe die alten Warcraft-Spiele, vor allem Warcraft 3, habe ich sehr viel gespielt seinerzeit, so 2006 rum. Als auch das Add-on und so weiter kam, habe ich alles durchgespielt. Aber bei World of Warcraft war ich irgendwie raus. Und ich habe diesen Film auch gesehen. Ich habe dabei aber auch, glaube ich, irgendwelche Hausarbeiten nebenbei gemacht. Also der hat mich so überhaupt gar nicht gefesselt. Ich fand, ich weiß auch nicht mal mehr, wie der ausgeht. Irgendwas mit einer Schlacht wahrscheinlich. Aber ich glaube auch, dass viele Warcraft-Fans... Was ich mir gerade vorstelle, dass deine Katzen einfach den Film angeworfen haben, sich einen gemütlichen Fernsehabend gemacht haben, während sie dich in die Küche geschickt haben. Witzig ist, die Vorstellung hatte ich auch im Kopf. Dabei ziehen sie sich Breckis rein, ne? Ja, genau. Ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, wir sehen hier den hohen Anstieg an... an Einnahmen im Vergleich zu dem, was vorher war. Und da sehen wir natürlich auch, dass ein höheres Budget noch vorhanden war. Also wir haben jetzt haben wir auch langsam diese Grenze überschritten, wo wir richtige Blockbuster-Filme bekommen haben, die auch viel Budget drin hatten und Special Effects. Auch wieder Schauspieler, die man kennt, Ryan Reynolds, der zum Beispiel den Pikachu gesprochen hat, jetzt als Beispiel. Ey, ohne Scherz, ich finde Detective Pikachu ist die einzig gute Videospielverfilmung, die ich je gesehen habe. Ich finde tatsächlich irgendwie, ich habe mit Pokémon nichts am Hut, außer dass ich das mal bei uns auf dem Kanal mit Julia gespielt habe und die hat mir alles erklärt. Ich kann mit dem Franchise nicht viel anfangen, aber der Film funktioniert einfach auch, wenn man nichts darüber weiß, und der ist unterhaltsam. Der ist als Familienfilm echt unterhaltsam. Genau, da würde ich jetzt auch gleich direkt hinkommen, weil was jetzt, jetzt haben wir gesehen, okay, die waren erfolgreich. Von diesen Filmen sind aber auch nur zwei Filme laut Rotten Tomatoes nicht rotten. Also nicht rotten sind Filme ab 60%. Alles darunter ist rotten. Okay. Und es gibt auch nur zwei Filme, die eine Metakritik über 50 haben. Bei beiden ist Pikachu dabei, Detective Pikachu. Und bei den Filmen, die nicht rotten sind, ist es einmal Sonic. Und bei dem zweiten Film, der in der Metacritic drüber ist, ist es der Tomb Raider 2018. Also jetzt von den Kinofilmen. Es gibt ja noch noch andere Sachen. Die Filme sind weiterhin total schlecht bewertet. Gerade bei dem Tomb Raider-Film von 2018, da habe ich wiederum das Problem, der macht eine Sache auch wiederum falsch. Der versucht sich zu sehr an der Vorlage zu halten. Genau. Der Tomb Raider-Film verfilmt nämlich 1:1 das Reboot-Videospiel von 2013 und verfilmt es halt natürlich dann auch mit so obskuren Sachen wie von einem Sendemast runterfallen und überleben und solche Sachen halt. Also Sachen, die in Spielen funktionieren, aber im Film albern wirken. Also die in einem filmischen Universum nicht so gut funktionieren können. Und da hätte man ein bisschen mehr so die Bremse halten müssen, finde ich. Ansonsten ist der auch gar nicht so schlecht. Den kann man sich angucken. Aber Walton Goggins spielt mit, Leute. Ja, der perfekte Bösewicht in jedem Film. Aber der will halt zu viel, finde ich, wiederum. Aber den kannst du dann wiederum auch nicht vorwerfen, vielleicht, dass die Leute das Spiel nicht gespielt haben. Tatsächlich, die haben scheinbar nichts anderes gemacht. Und es gab aber trotzdem jetzt so langsam mal auch besser bewertete Filme, was Rotten Tomatoes angeht, die jetzt nicht in der Top 10 der besten oder erfolgreichsten Filme waren. Da haben wir sogar höhere Werte. Werewolves Within habe ich noch nie gehört, 86%. Bestbewertetster Kinofilm auf Platz 2, Angry Birds 2 mit 72%. Was zur Hölle? Ja, es gibt Angry Birds-Filme. Genau. Ich finde das auch unfassbar. Pikachu mit 68%. Wenn es nicht um Kinofilme geht, ist sogar sehr weit oben Mortal Kombat Scorpions Revenge mit 90%. Okay. Der für die YouTube-Leute, der steht auch da vorne aus meiner Sammlung. Ja, also. Und ja, das sind so die Filme, die jetzt als besonders gut galten. Werewolves Within, Pikachu, also Detective Pikachu, Sonic 2, Sonic 1, Angry Birds. Scorpion's Revenge ist vielleicht noch so ein bisschen Nische, weil der auch nicht im Kino war. Aber ist natürlich auch noch eine andere Sache. Jetzt ist natürlich die Frage, gab es denn irgendwas davon? Diesen Werewolves Within habe ich zum ersten Mal jetzt in der Recherche was von gehört. Nee, da haben wir bei den Game Awards oder bei der bei irgendeiner anderen Game-Messe oder sowas halt, wo wir zusammen uns die Hauptshow angeschaut haben, haben wir einen Trailer dazu gesehen. Ja. Wir haben uns auch schon gefragt, was das ist. Aber gibt es denn da jetzt Filme bei, von denen wir sagen würden, oh, die sind unfair bewertet, oder welche, die zu gut bewertet sind? Gibt es welche, die wir persönlich gut finden?
wie gesagt, ich finde den Detective Pikachu-Film finde ich in Ordnung. Mhm. Ich finde auch tatsächlich, dass der hätte viel schlimmer sein können, als er ist, der Sonic-Film ist zum Beispiel halt. Also ich fand den jetzt nicht sonderlich gut, der hat mich nicht überzeugt, aber ich glaube, dass der im gewissen Alter vielen Leuten gefallen kann. Also so das, glaube ich, jüngeren Leuten vor allem und die vielleicht dann auch dadurch eher mal das Jump'n'Run spielen, weil die Sonic-Spiele ja heute auch so vom Spielfaktor her nicht so groß sind oder so beliebt sind, wie sie sein können. Ja, dafür muss ich auch gestehen, dass ich überrascht war, wie erfolgreich diese Filme in den Kinokassen auch waren. Genau. Weil eigentlich ist das gleiche Prinzip, geht ja das gleiche Prinzip wie bei Super Mario Bros. Also dieses Spiel filmisch umzusetzen, ist schon relativ schwierig. Und da finde ich, hat man bei Sonic einen vernünftigen Kniff hingekriegt, indem man halt dieses Vieh, den Igel Sonic selbst in der menschlichen Welt ankommen lässt, der hier aber auch eigentlich gar nicht hingehört und hier fehl am Platz ist und dann eher eine Jagd um den entsteht oder sowas, finde ich sehr viel cleverer als zu versuchen, dass Mario und Luigi halt als Real-Life-Action-Darsteller in diese Welt kommen, gegen wirklich einen Bowser kämpfen und sowas, was wirklich der dann aber auch verrückter Mensch ist. So, also das hat man da als Kniff schon ganz gut hingekriegt und ich würde mir tatsächlich auch den zweiten Sonic-Film würde ich mir angucken, aber ich fand den jetzt auch nicht so besonders gut, aber dieser Detective Pikachu-Film, der hat mich tatsächlich echt positiv überrascht. Ich finde es halt ganz witzig, dass dieser Charakter Pikachu selbst, den man ja selbst sonst nur aus dieser Cartoon-Serie kennt und immer nur Pika Pika schreit, wie alle anderen Pokémons auch immer nur ihren Namen sagen, dass der halt normal redet und Kaffee trinkt und halt voll der Badass ist irgendwie halt. Und das fand ich irgendwie ganz lustig. Der hätte von mir aus, hätte der Film sogar noch erwachsener sein können und Ryan Reynolds noch schmutziger als Pikachu sein dürfen. Wobei ja sogar die Figur, das ist ja auch innerhalb der Welt dann was Besonderes. Ja, weil die, klar. Aber die Leute, auf die er trifft, die dann sehen, dass er sprechen kann, sind ja auch überrascht oder beeindruckt. Absolut, absolut. Ich glaube, ich habe all diese Filme, die jetzt so in den letzten 10 Jahren rausgekommen sind, nicht gesehen. Ja, sag kam ruhig, auch schon lange kein Resident Evil Film mehr. Sag doch, ich meine auch grundsätzlich. Ich glaube, die neuesten Resident Evil Filme habe ich nicht gesehen. Ich weiß noch nicht. Ich könnte nur mal sagen, wie viele es jetzt gerade gibt. Aktuell. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, es sind 6. Ich mein, aber es gibt ja jetzt noch einen ganz neuen, der nicht in diesem Universum spielt, der wieder ein eigenes Resident Evil. Ich glaube, dass der letzte, den ich gesehen habe, tatsächlich der 4. ist. Aber okay, also ich glaube, es sind 6 Filme. Ich bin mir nicht ganz sicher. Der einzige Film, der mir jetzt so erinnerlich ist, den ich in den letzten Jahren gesehen habe, war Assassin's Creed. Den habe ich tatsächlich gesehen, bevor ich das Spiel gespielt habe. Assassin's Creed ist die Milliarden. Für mich immer so ein. Ich habe doch gerade erzählt, dass ich Dantes Inferno gekauft habe. Ja. Und damals wollte ich immer unbedingt Assassin's Creed haben, aber das war mir halt einmal zu teuer. Und das habe ich auch da nicht gekauft, weil es mir noch zu teuer war. Heute bereue ich das, weil ich finde das heute unerträglich, das zu spielen. Und dann habe ich mir halt diesen Film angeguckt, also die ersten Spiele, das meinte ich damit. Ich habe mir diesen Film angeguckt, der hat mich wirklich überhaupt nicht überzeugt. Das hat mich auch total verwirrt, weil dieses Animus-Projekt, das versteht man irgendwie auch erstmal nicht so richtig. Auch im Film wird das nicht so richtig gut erklärt, finde ich. Dann habe ich jetzt ja irgendwann, das habe ich schon mal erzählt, einen neueren Teil von Assassin's Creed gespielt, dessen Name mir gerade entfallen ist, das im alten Ägypten. Und das finde ich richtig geil. Halt, ne? Das hat Spaß gemacht, aber das hat tatsächlich nicht viel mit dem Film zu tun und der Film war nicht gut. Nee, ich habe tatsächlich nur das erste Assassin's Creed gespielt. Also auch dieser Film ist zu Recht schlecht bewertet. Ja. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt wirklich die letzten knapp 30 Jahre zurückgucke, bin ich ein bisschen schockiert darüber, weil da wirklich kein Film so dabei ist, zumindest, also ich spreche jetzt erstmal nur über die Kinofilme, da ist wirklich kein Film dabei, wo ich sagen würde, wow, der hat mich wirklich überzeugt. Auch nicht mal, dass ich sage, das ist einer meiner Lieblingsfilme, einfach nur, dass ich sage, boah, das ist ein richtig guter Film. Selbst das ist nicht passiert. Ich muss sagen, der Detective Pikachu-Film, den fand ich auch sehr witzig und unterhaltsam. Der hat mir auch Spaß gemacht. Und wenn ich da so zurückgucke, bis 1993 Super Mario, von den ganzen Filmen, würde ich fast sagen, boah, das ist tatsächlich der beste dieser Filme. Auch es ist hart, es auszusprechen, finde ich fast. Aber es ist wirklich so. Ja. Deswegen kann man vielleicht seine Augen auch mal woanders hinrichten. Zum Beispiel, ich hatte ja gerade schon die Metacritic gesagt, 90%, den Rotten Tomato Faktor. Der Scorpion's Revenge zeigt, wie man einen Mortal Kombat Film richtig macht. Ich verstehe bis heute nicht, was daran so schwer ist, einen guten Mortal Kombat Film zu machen. Du hast diesen Plot mit diesem Turnier, du hast übersinnliche Leute, die Magie schießen. Warum muss man es verüberkomplizieren und irgendwelche Elemente reinbringen? Ich finde den neuen Mortal Kombat-Film halt auch total scheiße.
Den habe ich leider auch nicht gesehen. Aufgrund, weil du den schon scheiße fandst, habe ich den gar nicht erst geguckt. Der ist einfach kacke. Und ich meine, er ist halt Mortal Kombat-Fan und wenn er den schon schlecht findet, dachte ich mir, das brauche ich mir gar nicht angucken. Es gibt halt zwei gute Kämpfe. Vorher wurde angepriesen, ja, wir wollen einen Film machen, der voll viel Martial Arts hat. Die Kämpfe sehen alle scheiße aus. Da gibt es Kämpfe, die teilweise ein paar Sekunden gehen, bis einer umgebracht wird. Ich denke so, wow, was soll das? Dann verbringen die den ganzen Film über damit, ihre Kräfte rauszufinden, weil die einen Mal am Körper haben, dass die dass sie so Auserwählte sind, die sie im Turnier kämpfen, was es auch so nicht gibt, und einen total langweiligen Handlungsstrang reinbringt, weil die den ganzen Film damit zugange sind, ihre Kräfte auszuwirken. Ey, wir gucken die ganze Zeit Superheldenfilme und die können zaubern und sonstigen Scheiß. Das ist doch für einen Zuschauer nicht schwer zu verstehen, dass ein Liu Kang sein inneres Qi hat und einen Feuerball schießen kann. Jetzt mal ohne Kack, wir gucken ständig solche Scheißfilme. Warum wird das nicht einfach in solche Filme transportiert? Das finde ich auch nicht glaubhaft. Und aber ja, genug des Rants, aber der Mortal Kombat-Film mit Scorpion's Revenge, der Zeichentrickfilm, vielleicht ist es auch ein besseres Medium dafür, der hat einen guten Plot, der hat am Ende einen etwas anderen Ausgang als im ersten Spiel, der behandelt so die Thematik, die dabei ist, die aber trotzdem noch in die Lore passt, wo ich sage, das ist eine kreative Freiheit. Und deswegen gucke ich mich dann lieber anders um. Bei Netflix zum Beispiel, André, du hast es ja auch gesagt, Castlevania, eine meiner absoluten Lieblingsserien geworden. Und ich glaube auch, hier hat man eine gute Entscheidung getroffen, weil man hat ein Spiel genommen, Castlevania 3, auf der das basiert, das so ein bisschen narrativ ist, aber auch nicht so wirklich vom Plot vorweg geht. Und man kann viel reinspinnen. Wenn ich hier gute Autoren habe, und das hatte diese Scheißserie zum Glück endlich mal, kannst du total viel drumherum spinnen und eigene Geschichten machen, weil das Spiel gar nicht so viel hergibt, um 4 Staffeln für eine Serie zu machen. Und du hattest gute Autoren, die das machen. Das Arcane gefällt mir auch. André, du willst was sagen. Ja, und dann hast du halt so einzigartige Gelegenheiten, die auch gegriffen haben, wo du die Fans so richtig abholen kannst, so mit kleinen Goodies, wo du einfach dann, keine Ahnung, der Held entdeckt neue Waffen. Und das sind die Waffen, die er im Spiel verwendet. Da verlierst du keine großen Worte zu. Also jeder Fan erkennt es sofort. Das erkenne selbst ich, obwohl ich Castlevania wirklich nur mal angespielt habe. Das ist richtig gut gemacht. Und das ist ein Gedanke, da können wir jetzt die Klischees mal wieder so richtig auswalzen und unsere Vorurteile. Ich habe da gerade schon drüber nachgedacht, weil wir halt so ein bisschen drüber gesprochen haben, warum haben eigentlich Filme immer so schlechte Drehbuchautoren? Eine unserer Thesen war ja, dass die Videospiele nicht verstehen, weil sie keine spielen. Mhm. Und das ist genau bei Anime-Schöpfern, stelle ich mir das genau andersrum vor. Ich glaube, das sind halt einfach Leute, die sind stark tagsüber im Studio und dann gehen die nach Hause und schmeißen die Konsole an. Ja, deshalb klappt es da wahrscheinlich das besser. Also so viel zu meinen Vorurteilen, aber ich glaube, das ist halt, die Einschätzung ist nicht ganz falsch. Ja. Ja, liegt aber auch wahrscheinlich daran, weil die aus einem anderen Kulturkreis kommen. Denn die Filme, über die wir geredet haben, sind alle amerikanisch und westlich. Der Japaner an sich ist ja mit einem Videospiel ganz anders groß geworden halt. Und klar ist dann der Anime oder sowas vielleicht wirklich sehr viel verwurzelter mit dem Videospiel als der amerikanische Film. Bevor wir jetzt unseren ersten Shitstorm kriegen, also das war jetzt gerade von mir, das Wort Vorurteil war eigentlich positiv gemeint. Ja, ja. Also es ist für mich ein Kompliment, wenn jemand nach Hause geht und dann die Konsole anschmeißt. Mache ich wahrscheinlich nachher. Außer bei dir. Aber hier finde ich, Du kannst doch mal Sport machen. Hier hat man, du meinst Tiefkühlpizza in den Ofen schmeißen. Ja. Ich finde, hier hat man zumindest ein paar Beispiele, wo man wirklich auch qualitativ hochwertige Sachen hat, die wirklich Spaß machen. Ich fand zum Beispiel auch, wenn ich jetzt nochmal ganz kurz in die 90er zurückgehe, wo wir auch wieder beim Anime sind, es gab diesen Street Fighter The Animated Movie, den fand ich tatsächlich ganz gut. Habe ich noch nie gesehen, aber auch schon öfter gehört, dass der recht gut sein soll. Der hat mir Spaß gemacht, greift auch, obwohl es jetzt nicht so wirklich das Turnier ist, was im Spiel, also es basiert sehr auf Street Fighter 2 natürlich, was im Spiel dargestellt wird, wird die Lore trotzdem viel mehr aufgegriffen, als es zum Beispiel der Film mit Van Damme und Raul Julia kann oder versucht überhaupt. Und da gibt es immer noch so ein paar Sachen, wo ich denke, boah, das sind doch die Beispiele. Warum wird sowas nicht ein bisschen häufiger oder intensiver gepflegt, dass man sagt, ey, wir geben uns jetzt mal Mühe, da was hinzurotzen. Der zweite Mortal Kombat-Film zum Beispiel von diesen Animierten ist zum Beispiel wieder total scheiße. Leider. Aber der erste hat es gezeigt. Das ist da geht es auf jeden Fall. Jetzt natürlich die Frage, was sollte man da richtig machen? Wie kann man ein gutes Videospiel verfilmen? Oder nein, wie kann man ein Videospiel gut verfilmen? Also ich wollte in dem Zusammenhang nochmal Arcane erwähnen. Du hattest das am Anfang schon angesprochen. Ja, genau, ich habe 2 Folgen schon geschaut. Bis jetzt finde ich es richtig gut.
Und ich habe das, also ich kenne mich im League of Legends-Universum überhaupt nicht. Ich auch nicht. Gar nicht. Ich habe bisher eigentlich nur immer gehört, ich habe es jetzt nicht wirklich verifiziert, dass das nur ganz locker an das Spiel angelehnt ist, dass das halt eigentlich mit dem Spiel nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Ich weiß auch nur, dass nach LOL Roffel kommt. LMAO. Jetzt mit diesem qualifizierten Kommentar hast du mich komplett rausgebracht. Es tut mir leid. Nein, aber da sieht man halt wirklich, wie das einfach funktionieren kann. Das Arcane ist eine richtig geile Serie. Die Qualität dieser Serie zeigt sich auch schon in den ersten zwei Folgen. Also ich habe die Staffel schon durch. Ich habe es leider immer noch nicht gesehen. Schau es dir an. Es hat richtig, hast du es schon komplett gesehen? Ich habe es schon komplett gesehen. Ich habe es tatsächlich und auch. Die bleibt bis zum Ende einfach gut. Also ist der Hammer. Aber das ist jetzt, deswegen war das, habe ich jetzt eingehakt an der Stelle und gefragt, wie macht man es, wenn man es gut macht? Das ist, finde ich, eine der Varianten, wie man es machen kann. Man denkt sich eine völlig neue Geschichte in dem Universum, das es schon gibt, aus. Und so könnte ich mir zum Beispiel, ich weiß, du wirst mich vermutlich schlagen, ich müsste jetzt noch ein Stück abrücken, so könnte ich mir auch eine Mass Effect-Verfilmung oder Serie vorstellen. Wenn man einfach dieses Universum nimmt, mit den Rassen, mit dem Grundprinzip und dass man dann einfach andere Charaktere nimmt, dass man irgendwie andere Geschichten erzählt, die mit der Spielreihe nichts zu tun haben. Das könnte gut werden, weil dann kann man es halt für den Fan auch eigentlich nicht versauen. Ich finde, das ist immer so eine Gratwanderung auf jeden Fall auch, weil es gibt ja zum Beispiel auch ein eigenes Mass Effect-Spiel ohne die Mass Effect-Charaktere aus 1 bis 3 und das ist ja auch voll versaut. Also von daher ist es schwierig, finde ich. Andromeda. Ich finde sowas immer schwierig. Ich bin der Meinung, dass Videospiele am besten verfilmt werden könnten, wenn sie sich wirklich auf das Spiel fixieren würden so richtig. Deshalb glaube ich halt, dass sowas wie Last of Us gut funktionieren könnte. Ich weiß, dass dir das wehtut, aber ich glaube halt, dass gerade das, was ist, da kannst du gar nicht viel falsch machen, weil die Story an sich ist schon ein Film. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das schieflaufen kann, wenn ich ehrlich bin. Bei sowas wie Last of Us. Und das Schlimme an der Sache ist, wir haben genug Beispiele gerade besprochen, wie es schieflaufen kann. Auf jeden Fall, definitiv. Das kann zu 100% schieflaufen. Sie dürfen es halt auch nicht so machen wie bei Tomb Raider, dieser neuen Tomb Raider-Verfilmung zum Beispiel, die dann wieder zu nah am Original die dran ist. Die Szenen 1 zu 1 nachspielen Problem, wollen, ne? Oder das Gute wiederum bei Last of Us wäre, dass es da nicht so übertriebene Sachen gibt wie bei Tomb Raider. Das sehe ich nämlich zum Beispiel auch bei dem Uncharted-Film jetzt gerade, der jetzt gerade läuft. Schon, da siehst du im Trailer schon, dass die halt wirklich diese Uncharted-Sachen machen, die es auch im Videospiel gibt, wie aus dem Flugzeug raushängen an so Sachen dran und dann kommt dir ein Auto entgegengeflogen und der rennt noch übers Auto und springt dann noch ans Seil. Und solche Sachen, finde ich, funktionieren in einem Film nicht. In einem Videospiel gibt dir das noch irgendwie den Nervenkitzel mit, macht dann auch Spaß. Dann spielst du halt ein Michael Bay-Videospiel gefühlt. Das ist Uncharted und auch Last of Us leider für mich. Und, wenn man das filmisch so ein bisschen rauslässt und ein bisschen mehr auf den Boden bringt oder sowas halt, und Uncharted ist wesentlich mehr am Boden als Last of Us ist mehr am Boden als Uncharted oder Tomb Raider. Deshalb glaube ich, dass das ganz gut funktionieren kann. Und wenn man sich darauf besinnt, kann man da eigentlich nicht viel falsch machen, meiner Meinung nach. Ja, aber zu Last of Us, ich glaube, das kann total in die Hose gehen. Ja, klar. Weil diese Geschichte davon lebt, dass man sie erlebt mit den Charakteren und dass man sich da so reinwirkt, dass man diese. Das ist ja bei allen Videospielen so. Ja, aber dass man da ist es ganz extrem, finde ich. Man hat die Innenperspektive, man hat ja selbst die Vorgeschichte von Joel, mit wie er seine Tochter verliert. Man erlebt diese Stunden der Einsamkeit, der Bedrohung und das alles. Das hast du halt, also alleine diese Zeit, die du investierst in das Spiel und die dich halt in den emotionalen Zustand bringt am Ende. Also alle 9 Stunden, oder? So umfangreich ist Uncharted. Ich sag schon immer Uncharted oder sowas halt. Keine Ahnung, wie lange ich brauche, um das einmal durchzuspielen, aber ich brauche ja für alles ein bisschen länger. zumindest bei mir war es lang. Und dann, finde ich, da hast du halt einfach zwischendurch immer schöne Szenen, die, glaube ich, nur funktionieren, weil du diese enge Verbindung zu den Charakteren hast. Und das, klar, das kann man im Film umsetzen. Das ist aber schon, finde ich, zenastisches Hochreck. Also da muss man schon. Klar, es ist schwierig, aber ich glaube, dass so eine Story am ehesten funktionieren kann tatsächlich. Ja, das würde ich gar nicht in Abrede stellen. Ja. Ich finde auch, dass wie man es richtig machen kann, hängt schon ganz stark damit zusammen, welches Spiel wähle ich überhaupt aus, um es zu verfilmen. Manche Sachen sind so schwer oder unverfilmbar vielleicht sogar, oder man nimmt sich irgendwas, weil man hat aber eine komplett andere Idee. So dieses
Plot-Elemente, die nichts mit dem Spiel zu tun haben, was wir ja gerade in den 90ern schon hatten, das ist ja heutzutage immer noch so. Bei dem Monster Hunter-Ding zum Beispiel. Ja, absolut. Ein richtiger das sieht Fan, null aus wie Monster Hunter. Genau, wenn ein richtiger Fan von den Monster Hunter-Spielen, der braucht so eine Art Fantasy-Spiel, Film in seiner eigenen Welt, da möchte ich keine Spezialen halt mit einem Jeep und genau, Sturmgewehren absolut, sehen. Absolut. Das ergibt keinen Sinn. Und da musst du schon ansetzen zu sagen, also erstmal müssen wir Monster Hunter verfilmen? Und wenn ja, muss ich der Grundlore treu bleiben und kann nicht irgendwelche. Ich will vorher anfangen, brauchen wir Monster Hunter? Ja. Und wenn ich so eine. Ja, so erfolgreichsten Videospielmarken überhaupt. Und ja, wenn klar, ich so eine Grundlore verstehen. Nehme, dann muss ich da ein bisschen Budget und auch ein bisschen Arbeit reinstecken, ja, damit die Welt so aussieht. Und das ist, glaube ich, auch so ein Problem oftmals, wenn du so ein Spiel verfilmst, dass du diese Fantasy-Elemente hast, dass du es dann zu irdisch machen möchtest. So mit diesen. Sowas verstehe ich sowieso nicht. Ich meine, also jetzt mal ernsthaft, Monster Hunter, warum müssen die Monster auf die Erde holen und müssen die mit Spezialeinheiten jagen? Das ist doch genauso bescheuert wie Masters of the Universe-Film zu machen, der nicht auf Eternia genau. spielt. Oh, wait. Das ja, also solche Sachen macht man ja in Hollywood immer wieder. Und das ist halt immer wieder dann der Fall, wenn man das Source-Material einfach nicht versteht. Genau. Ja. Aber jeder sollte wissen, auch jeder, der das Spiel nicht gespielt hat, dass es da keine irdischen Spezialeinheiten mit Sturmgewehren und Jeeps gibt. So, und das ergibt wirklich null Sinn. Ja, eben. Total. Und da fängt es schon an dieser Basis. Und dann muss man natürlich schauen, dann ist es natürlich eine Gratwanderung. Wie sehr arbeite ich mich am Plot lang? Wie sehr entferne ich mich davon? Deswegen hatte ich gerade gesagt, dass Tomb Raider für mich ein gutes Konzept ist für ein Videospiel, eine Videospielverfilmung. Glaube ich auch. Weil du dich nicht komplett an das Narrativ halten musst. Du kannst einfach eine eigene Geschichte mit einem eigenen Artefakt machen. Die Figur bietet einfach viel. Die Figur der Lara Croft kannst du gut als Actionheldin verkaufen. Und wenn du da einen fähigen Autoren hast, der muss kein Spiel gespielt haben. Der braucht eine Vorlage, wie soll die Figur sein? Okay, die lebt auf so einer Menschen und hat irgendwie einen reichen Vater gehabt. Dann zaubert er dir was hin, wenn das ein guter Autor ist. Und das ist ein gutes Konzept. Da kannst du schon sagen, Tomb Raider, das sollten wir nehmen. Scheider, leider hat das nie einer hingekriegt. Nee. Ja, ich finde die Filme alle drei nicht gut. Aber das ist eben, ich glaube, es gibt da kein Standardrezept. Also es gibt verschiedene Arten, wie man das machen kann. Also eine ist, was du gesagt hast, eben oder was ihr beide gesagt habt, relativ eng dranbleiben, so wie du es dir für Last of Us wünschst und wie es für den Tomb Raider gemacht wurde. Oder ich glaube, die andere Variante ist einfach dann nur dieses Universum nehmen und sich davon, was die Fans gut finden, einfach fernhalten. Ja. Das kann zum Beispiel auch für Bioshock funktionieren. Ich glaube nicht, dass es funktioniert, die Bioshock-Inhalte zu verfilmen, der Spiele. Also dafür, ich kenne die Geschichte ein bisschen, aber gibt es irgendwelche Spiele-Franchises, von denen ihr euch wünscht, dass sie verfilmt werden oder von denen ihr euch wünscht, dass sie auf gar keinen Fall verfilmt werden? Ich habe noch nie den Wunsch gehegt, tatsächlich irgendein Videospiel, dass es verfilmt wird. Ich habe mir noch nie gedacht, irgendwie so, das sollten die mal verfilmen. Boah, es gibt tatsächlich, bei dem ich das richtig gut finden würde, wenn es auf so eine Art gemacht werden würde, wie Netflix es jetzt mit Arcane und mit Castlevania gemacht hat. Weil das halt ein Spiel ist, das auch natürlich eine Narrative bietet, aber die nicht zu sehr das Spielprinzip beeinflusst. Es ist ein cooles Sci-Fi-Setting und du hast eine coole Heldin, und zwar ist es Metroid. Wenn du da gute Autoren hast, mit diesem Sci-Fi-Setting, auch mit diesen, ich sag mal, dramatischen Dingen, die Samus Aran betreffen, wo sie ja selber diese Gene innen, da kannst du, wenn du gute Autoren hast, viel rausholen, wie du es bei Castlevania auch gemacht hast. Da hätte ich richtig Bock drauf, dass das verfilmt wird. Oh, von meinem inneren Auge entsteht aber gerade wie schon der nächste totale Trash-Film. ich möchte es als Serien, das kann gern auch eine animierte Serie sein, das kann gern so, deswegen habe ich gerade Castlevania und Arcane als Beispiel genommen. Ja. Wenn du eine Serie draus machst, die meinetwegen auch 2, 3, 4 Staffeln hat, die auch gezeichnet oder animiert ist, das fände ich cool. Vom Stoff her aus allen Teilen könnte man ja auch ultra viele Zelda-Serien machen oder sowas halt. Das wäre möglich heutzutage mit einem Look, wenn du dir Sachen wie Game of Thrones anguckst oder sowas, aber vermutlich wird es wahrscheinlich eher sowas wie Wheel of Time. Ja. Und deshalb, ich habe keinen Wunsch danach, wirklich tatsächlich irgendwie ein Videospiel wirklich richtig verfilmt zu sehen. Also ich habe das Ahnung. Tatsächlich auch nicht. Also das ist ja so der Grundansatz. Mir ist es ja immer relativ wichtig, dass ich mich mit dem Hauptcharakter oder mit den Charakteren, die ich da spiele, einigermaßen identifizieren kann. Und davon lebt für mich, das ist für mich das
Hauptgefühl beim Videospiel, dass ich diese Charaktere spielen kann, dass ich irgendwie in dieser Welt bin. Und deswegen besteht bei mir gar nicht der Wunsch, dass ich das in einem Film sehe, wo ich einfach nur passiv davor sitze und mir das angucke. Das ist bei Büchern anders, da denke ich mir dann schon mal, ja, oh, das wäre jetzt mal ein geiles Buch, das würde ich gerne mal verfilmt sehen, nachdem ich es gelesen habe, wohlgemerkt. weil das eben einfach nochmal dann nochmal was anderes ist. Etwas, was man sich vorgestellt hat, dann mal mit eigenen Augen zu sehen. Das hat einen anderen Reiz für mich. Ja. Das ist das ein Schritt nach vorne oder sagen wir mal ein anderer Schritt zur Seite vielleicht. Ich will das jetzt nicht höher bewerten, vom Buch zum Film. Beim Videospiel kommt es mir so ein bisschen wie ein Rückschritt vor. Das stimmt tatsächlich, ja. Das ist sehr oft so, dass es wirklich wie ein Rückschritt wirkt, weil es oftmals halt wahrscheinlich wirklich immer so ein bisschen billig wirkt oder sowas. Mhm. Ja. Deswegen hatte ich das Metroid-Beispiel genommen, weil da kannst du viel raushauen. Du bist ja da, Metroid ist ja gerade ein Spiel, das sehr auf dem Gameplay basiert. Und du bist ja, was die Geschichte angeht, normalerweise sehr gefangen in dem Setting, was sich gerade abspielt in diesem Dungeon, in dem du bist. Und da könnte man halt echt viel drumherum spinnen, ohne dass ich denke, ich bin jetzt nur der passive Zuschauer, der anschaut, was mit Samus Aran passiert. Saran. Und da könntest du halt, deswegen fände ich es halt cool, das ist halt das, was sie mit Trevor Belmont auch machen, den du halt auch nur in so einem Sidescrolling spielst und ja auch nicht so eine richtige Beziehung zu dem entwickelst und da aber viel Charakteristika reingeschrieben werden können. So. Und ich habe ernsthaft erwartet, dass du jetzt sagst, und deswegen habe ich Metroid gewählt, weil ich ganz genau weiß, dass du das nie durchspielen kannst und damit du, lieber André, auch mal das Ende von Metroid Red siehst. André, sowas Gemeines würde ich niemals sagen. Nicht vor der Kamera. Ich wollte gerade sagen, letzte Woche hast du das auch zu mir gesagt. Dann können wir nochmal vom ersten Boss von Returnal sprechen. Komm, den wir beide für eine komische Prinzessin gehalten haben. Aus irgendwelchen Gründen, die ein Kleid trägt. Das spricht nicht für mich, das stimmt. Aber ja, was können wir denn für ein Fazit ziehen zum Videospiel? Was haben wir für ein, also zur Videospielverfilmung? Ich vergesse immer Verfilmung dazu zu sagen, ne? Verrückt. Ich glaube jetzt, also gerade nach den letzten Minuten wäre das Fazit, irgendwie hat es noch keiner richtig hinbekommen, aus einem Videospiel einen vernünftigen Film zu machen. Mhm. Man ist auf weitere Versuche gespannt, aber wenn ich es zusammenfassen sollte, ich glaube, uns allen ist auch ein bisschen egal. Ja, ja. Ey, tatsächlich wirklich. Also mir ist es wirklich ein bisschen wurscht. Ich bin da zu sehr aus den ersten 20 Jahren der Videospielverfilmung geprägt. 30. Ja. Ersten 30 sogar fast. Also dann. 29 Jahre sind es, wenn man Mario Bros. Aber ich meine ja, die ersten 20 Jahre bin ich zu sehr geprägt davon, wie schlecht die waren. Achso, ich dachte, halt, um dann jetzt zu sagen, halt, dass jetzt zuletzt natürlich mit Detective Pikachu oder der Castlevania-Serie oder halt auch dem Sonic-Film Sachen gekommen sind, die gut, geil oder annehmbar sind. Die Reihenfolge überlasse ich jetzt allen. Ich habe viermal versucht, Castlevania zu sehen und es nie durchgezogen. Und, aber du hast auch immer nur eine Folge geguckt. Das stimmt gar nicht. Ich habe auch die zweite auch schon ein paar Mal gesehen. Oh, nee. Aber ich verstehe es nicht. Was ich nur sagen will, ist es gibt ja so ein paar Lichtblicke mittlerweile irgendwie und keine Ahnung, aber ich brauch's halt auch voll nicht. Ich brauch's echt nicht. Also wegen mir muss man Videospiele nicht verfilmen. Bisher hat mir noch nie eine Videospielverfilmung irgendwas gebracht. Mhm. Es wäre interessant, jetzt mal darüber zu reden, halt der umgekehrte Fall. Ja, ich meine, ich kenne ja dieses Erlebnis von Resident Evil, aber da habe ich halt eben keinen Bezug zu den Spielen. Ja. Den umgekehrten Fall können wir auch irgendwann mal besprechen. Ja, ich sehe das ja leider sehr ähnlich. Ich bin auch, ich habe das ja gerade schon irgendwann gesagt, es gab einfach kein Videospiel, keine Videospielverfilmung, verdammt nochmal, die mich irgendwie wirklich krass gefesselt hätte, zumindest wenn es die Kinoproduktionen angeht. Deswegen habe ich mich dann mal bei anderen Nischen umgeschaut. Wie gesagt, den 96er Street Fighter Anime-Film fand ich gut. Castlevania-Serie fand ich wirklich überragend. Den Scorpion's Revenge fand ich, war endlich mal ein guter Mortal Kombat-Film. Also da habe ich dann so in andere Nischen hingeschaut, dass es funktionieren kann. Gerade so in diesem gezeichneten Medium. Kinofilme, ich brauche es auch nicht wirklich. Ich hatte ja auch am Anfang aber schon erwähnt, ich will gar keine Mass-Effekt-Serie oder gar keinen Film haben, was auch, glaube ich, zum großen Teil mit dem zusammenhängt, was André gerade gesagt hat. Mhm. Ich identifiziere mich sehr mit der Figur, die ich gerade spiele.
Und bei so einer ausgearbeiteten Figur wie Commander Shepard oder dieser ganzen Geschichte, da brauche ich das auch nicht, das auf dem Silverscreen oder auch nur auf dem TV-Bildschirm zu sehen. Ja, deswegen, ich merke, dass die Produktionen besser geworden sind. Ich merke trotzdem nicht, dass die Filme besser geworden sind, die in die Kinos kommen. Und damit würde ich sagen, beenden wir es. Wir sind alle sehr enttäuscht und werden jetzt uns in den Schlaf weinen nach diesem Podcast, weil wir gemerkt haben, dass wir komplett desillusioniert sind, was Verfilmungen von Videospielen angeht. Nein, wir sind gleichgültig. Also ich für meinen Teil plane jetzt meinen nächsten Resident Evil Videoabend und versuche dabei nicht an Mila Jovovich zu denken. Ich denke nur noch an Mila Jovovich. Und damit verabschieden wir uns von euch. Schaut in unsere wundervollen anderen Produkte, die wir euch bieten, rein und liked, was ihr gesehen habt, wenn es euch denn gefällt, was es ja natürlich tut. So, bis bald. Wir sehen uns. Demnächst auch als Film zum Spiel.